Was geht ab, yo? Na? Hat's nicht überhaupt die Chatbox da her, Nat? Sicher, geil, das funktioniert sogar alles. Hallo, hallo. Hallo alle. Hi. Nochmal CiviTV, danke für den Host, jo. CiviTV ist im Übrigen der Mediziner, der mit dem Lineal rumläuft und auf die Köpfe haut. Ihr wisst, was ich meine, aus dem Clip da, wo der den Carlos da zusammenschlägt halt. Dem könnt ihr da auch gerne mal vorbeischauen. Flaxre069, danke für den Sub, den du eben noch offscreen gemacht hast. Sag trotzdem danke, ich seh dich. Und Raps auch danke für den Sub, yo. Das ist ein Sound. Dafür will ich ein Beweisvideo. Haust doch da auf jeden Fall mit dem Lineal oder so auf dein Knie oder so, Alter. Keine Ahnung. Schmettert auf jeden Fall. Warte mal, ich kann Desktop-Sound muten und trotzdem hört ihr mich hier über Mic, ne? Weil ich mute das mal kurz, weil ich den Server connecte, sonst habt ihr auch denselben AIDS wie ich jetzt. Wo ich mich eigentlich auch muten könnte, ne? Oh Gott, ist das laut. Oh mein, wer hört denn da Helene Fischer? Hallo? Nö. Guck mal, das geht immer noch. Das ging bis jetzt. Oh. Danke für den Sub, TV. Wie heißt eigentlich schon mal dein Charakter, TV? Ich hab's nicht so mit Namen. Sorry. Charlie war eben direkt wieder. Ah, das ist der und der. So, die kannte halt direkt wieder alle Namen so, aber. Ich bin bei sowas. Bei Namen und bei Geburtstagen, da bin ich echt Game Over, Alter. Also ich bin echt der Meinung, ich habe meinen Freundeskreis nur behalten, weil es damals über Facebook halt diese Geburtstagserinnerung gab. Sonst hätte ich die alle verloren, Alter. Was ist hier eigentlich mit meinem Popschutz los? Digga, was, kommst du klar, Mann? Jimmy Barber, okay. Mir geht's gut und selbst. Alter, was ist da? Beide sind die Leute, die dich auslachen, wenn du dir wehtust. Oh no 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 no. No 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 no. Danke für den Host, Edel, jo. Kochen schon vorbei, Alter? Ich wollte eigentlich um 18 Uhr starten und bin jetzt erst dazu gekommen, weil ich noch Edel seinen Stream da geguckt habe, wegen Kochen, ne? So, wer bei Edel ist, kann sich sicher sein, dass er sturzbesoffen ins Bett kommt, aber... der ist nicht unbedingt verkehrt. Wein. Ja, Wein. Oh, das war Waffe wechseln. Ey, wie springe ich denn nochmal? Ah. Fucking Controller, ne? Der Sprung beim Controller delayed auch meiner Meinung nach ein bisschen, ne? Ich habe keinen Bock, mir irgendwie Sehnscheidsentzündung zu holen, wenn ich da mit Tastatur spiele. Boah, ja, heilige Scheiße.
Jo, ich wollte natürlich hier erstmal eine Kippe rauchen. Auch nicht. Bittede. Was geht ab da, ne, Mann? Nee, das war Nudelauflauf, Repok. Hallo Vito. Keine Ahnung, ich sollte mir, glaube ich, mit Tastatur antrainieren. Fahren. Irgendeiner hat eben auch noch gemeint, dass er selber. Ich glaube, Bomfer war das. Er meinte, mit Controller kann er auch gar nicht arbeiten mit. Bringt er sich nur um mit. Weil der Jump delayed halt wirklich einfach. Ne? Snapchat hier und hier IG, Instagram, alle. Auf Instagram werde ich halt same, also praktisch das, was ich in Snap in die Stories packe, werde ich in der Regel mit in Instagram reinhauen. Also wie ihr es kennt, ne, wie gewohnt, in der Regel essen. Ein bisschen Tierchen von meinem Doggo und so. Ah man, Denzel ist Killer. Grüß dich, Grow, was geht ab? Nee, tschüss, Alter. Schießerei könnte ich niemals mit Controller spielen. Guck mal, wie langsam ich mich bewege. Ich weiß, das kann man, glaube ich, einstellen, ne? Aber trotzdem. Guck mal, ey. Könnte ich niemals, Mann. Boah, diese Agile. Zack, zack, zack. Und hier und da und zack. Beste, Junge. Anders kann ich gar nicht spielen, ne? Mit Controller ist Katastrophe. Ich habe mal eine Zeit lang Rainbow Six auf PS4 getryhardet. Da musste ich mir das aneignen, anzwingen, so. Einprügeln, aber es ist echt nichts für mich, Controller. Wahrscheinlich, ich bin halt mit PC aufgewachsen. Und kann in Konsolen zocken. Ja, unterm Stream habe ich jetzt Link zu Instagram. Ist gerade noch ein bisschen mager, ne? Aber ich bin am Pumpen hier, ne? Ich esse extra viel. Nur für euch natürlich esse ich extra doppelt so viel am Tag. Für den Content. Bisher mit Controller schieße ich oben aufs Plakat oder so. Ja, Rennspiele da, also ich fahre ja auch, also den, so fahren mache ich ja mit Controller. Auch wenn man sich, also okay, es kommt drauf an. Wenn wir irgendwie Action haben, dann fahre ich auch mit Tastatur und Maus, weil ich mich dann besser so drehen kann und so, abchecken. Aber sonst, mit Controller. Ja, Prince Kenzo. Ist aber schon alt, ne, auf dem Papier. Bei dem geht's eigentlich noch gut, der ist noch fit, Mann. Der Taste reagiert halt direkt, ne? Ich weiß nicht, warum das bei meinem Controller so ist. Der Sprung delayed auf dem Controller. Warte, jetzt gehe ich wieder. Da. Warum, Alter? Ich weiß es nicht. Guck mal, ob wir den noch können. Also jetzt habe ich mit Kontrolle. Warte, ich mache jetzt mal mit Tastatur. Oh, Junge, dieser Delay, ja. Tastatur geht ja aber gar nicht klar. Ich mach hier mit. Ich weiß noch, wie lange ich für den hier gebraucht habe, weil der so hoch ist und man muss irgendwie seitlich an den rankommen. Ne? Ein hoher Jump. Ja. Das ist Rakim sein Emote, oder? Was geht ab, Johnny? Aber Rakim Smile, ja.
Auf den hat er sich mega gefreut. Erstmal bestimmt eine Stunde, ne? Ja, aber das war richtig. Das war noch Zeiten, Alter. Ah, ja. Ah, oh, okay. Ah, den Schuss, Junge. Ja, okay, doch nochmal. Ich höre sowas, fuck mich voll ab, Alter. Wegen sowas bin ich schon an Games verfallen, ne? Da bist du einfach 5 Stunden weiter, bist du immer noch im Tryout, ne? Oh, Alter. Okay, noch einer. Ich muss wieder trainieren gehen auf Pferderennbahn. Ah. Ja gut, war schon besser, egal. Ein Zick für Blödsinn hier. Okay, okay, noch ein. So, ja, was hier mit denn so, ne? Erzählt, Leute. Ach ja, ich hab, unten habt ihr das vielleicht schon gemerkt, ich hab unten einen Geed-Banner jetzt auch. Ich bin jetzt auch Geed-Partner, wie Curtis und Memo und Rakim und so. Heißt, hier gibt's dann bald auch ein paar Giveaways, ne? Ich werd gucken, dass ich auch ein bisschen was anderes picke als die anderen, weißt du? Also bei Curtis ist ja schon geil mit Amazon und so. Vielleicht ist ja Mehmet so, dann bleibt auch weiter auf der Elektronikschiene. Geh ich mal ein bisschen in eine andere Richtung, ne? Die das ein bisschen abgedeckt. Ey, nicht Pizzagutscheine. Ich hab geguckt, da gibt's einige Sachen, ne? Also da wird auch bestimmt jetzt bald wieder was Neues reinkommen. Also der werte Herr, mit dem ich eben gequatscht hatte, der meinte auch, kommt demnächst wieder was rein und so. Aber da gibt's halt jeden möglichen Stuff. Ich guck dann einfach, dass ich was picke, was die anderen halt nicht so haben. Ich habe auch gesehen, so da gibt es zum Beispiel dieses Runtime und so. Dann so Actionfiguren. Actionfiguren finde ich selber persönlich sau nice. Sowas habe ich früher immer sehr gerne gesammelt. Wenn ich da was Cooles finde, nehme ich das mit. So ein Stuff halt, ja. Das ist heute, glaube ich, irgend so ein Filmgesangsfestival oder so, Alter. Geht LS. Der hat keine Freunde. Olli. Die ganzen Namen nicht. Oh, das Bild ist sick. Das kenne ich sogar, das habe ich von Google gesehen. Ein sickes Bild. Bist denn gerade am gucken, Mrs. Sykes? Memo bestimmt, ne? Ja, kommt vorbei und gönnt euch einen Döner Kebab. Mit Nemos Döner und Ayran wirst selbst du zum Ayran. Am Strand, ne? Verfolgen. Ach so, Jackie, ne, alles gut. War eine Verwechslung. Willst du gar nicht wissen, ne? Willst du gar nicht wissen. Ohne Witz. Wo ist der denn? Da. Mitte zocke ich und rechts. Ach so. Ne? Was zockst du denn? Ha?
Hab Erik. Was kann ich dafür, wenn die Ali Jackie heißt, Alter? Ich... Ey, pass auf, guck mal, ne? Ich hab mit Mrs. Jack geschrieben. Und also jetzt vor wie, das ist kein Scherz, ne? Ich meinte zu ihr halt, ne? Team Stelena, ne? Also Stefan Elena von Vampire Diaries. Ich weiß, das ist jetzt gerade ein krasser Fuck. Ich ziehe euch gerade in eine ganz Atmosphäre. Ganz andere Stratosphäre, so rum. Guild Wars 2, ja. Habe ich auch mal eine Zeit angespielt. Aber da habe ich nur Höhlen erkundet und so. Auf jeden Fall, ich sag so Team Stelena, sie sagt, nee, Damon ist viel besser. Und dann fand ich die halt scheiße. Und ich war so verwirrt in dem Moment. Hatte wahrscheinlich aber auch überhaupt gar nichts mit meiner Marlboro-Zigarette zu tun. Dass ich erst dachte, ich schreibe mit dir. Weil ihr ja irgendwie alle Jackie heißt. Keine Ahnung, ob eure Eltern sich da irgendwie zu einem Namensgenerator-Meeting verabredet haben oder so. Aber in letzter Zeit gefühlt heißen alle Männer so wie ich und alle Frauen Jackie oder so. Ja, Namensgenerator. Komm ich hier nochmal? Elfen? Ich war halt da mit ein paar Freunden unterwegs und sind wir so voll die Höhlen. Da musstest du einem Geist folgen durch voll. Das war echt krass. Also die Höhlen da und so. Also diese Erforschungssache, also was man da erkunden kann, ist schon heftig. Ja, ich heiße ja in echt, heiße ich ja Tim so. Aber ich bin es halt gewohnt, immer Jeff zu, also den Namen Tim halt gar nicht zu hören von euch und so. Auf einmal ist hier der Tim von Memo und so, chillt im Community Tales. Dann habe ich wieder mehr zu tun mit dem Timex, der ja auch Tim heißt. Die heißen alle Tim, ich weiß gar nicht, was ab. Warum ich auf einmal so viel streame? Ich hab Bock. Ich hab Bock, ja. Ja doch, ich hab Bock. Weil ich den Charakter Jeff jetzt ein bisschen mehr spiele, so wie ich ihn haben will. Also düster. Ich habe ja auf Twitter habe ich ja was gepostet für alle die nicht verstehen können, warum Davis und ich immer so viel Politik machen, also lila-grün. Da wo ich ja gestern bei den Blauen stand und ihnen das gesagt habe, warum der nett zu mir ist. Und das Bild, das ist halt schon ein leichter Antörner, ne? So ein Borders OG und ein grüner OG, die halt so nach außen hin, also zu den anderen, übelsten Motherfucker sind, Alter, aber zusammen lachen so, als ob das normale Menschen wären, ne? Macht Bock irgendwie. Ich verspreche aber jetzt nicht, dass ich jeden Tag da bin, ne? Also wie gesagt, mittwochs und freitags habe ich halt Fußball. Das ist halt eh immer kritisch. Wochenende ist das gar kein Thema so, aber in der Woche halt, denke ich, also Mittwoch, Freitag wird's nicht, ist es halt random, wenn ich wirklich Bock habe, noch anzumachen, ne? Aber Mittwochs und Freitags ist halt immer so, ich komme dann nach Hause, bin schon halb am Arsch und dann streamen halt die anderen, warum soll ich dann anmachen, ne? Also ihr seht mich ja dann da. Für zwei Tage ist das ja kein Thema, ne? Heißen alle irgendwie Sandra. Ja, ne? Oder hier Wookie, Alter. Von den Wookies gibt's auch irgendwie 13 Stück. Das ist ein Fußballverein, ne? Kommen bald auch wieder WoW-Streams. Ja. Am 5. kommen die Mythisch Dungeon. Das ist der 5. Falls TUC gerade drin ist. Oder war das erstmal HC? Was kommt? Ne, am 5. kommt erst HC, Non-HC. Raid. Mythisch kommt, glaube ich, nochmal was später. Aber lass mich gerade jetzt keinen Scheiß labern, ne? Ja, ist so Taximan, ne? Was soll ich machen, ne? Ich habe von Tag 1 mit Davis immer Respektschiene gefahren. Warum soll ich da immer direkt Krieg ausbrechen lassen, anstatt noch zu reden, ne? Ja,
Mr. Sky, Sykes, das, boah, ne, dieses, ich lese halt immer Sky. Nenne ich jetzt auch Sandra. Sandra, deswegen habe ich, wie viele Monate war das, Chat? Ich bin seit 4 Monaten Partner, also seit 5 Monaten streame ich. Ja, also ein bisschen weniger als ein Jahr habe ich nicht gestreamt wegen Meta. Ich hab da echt, ich hab das verfochten. Also, ich war erst der Erste, der die Idee meinte, so hatte, ey Leute, streamt doch alle von der Grove. Haben wir 10.000 Blickwinkel, weil Kurt ist halt immer als Erster stirbt, weil er schlecht ist. Und, ne? Aber dann war halt diese ganze Meta-Scheiße, da hatte ich ja keinen Bock drauf halt. Und der Grund, warum ich, also wenn ich nicht streame, das ist derselbe Grund, warum Demba gerne mal nicht streamt und so ist, wenn man zu Hause ankommt, einfach kaputt ist und gar keinen Bock hat zu streamen, ne? Einfach weil man müde ist, man will einfach chillen. Bisschen RP abhängen und fertig. Ja, Mrs. Sykes, das war bei uns gang und gäbe. Deswegen. Jetzt habe ich doch wieder Mrs. Sykes. Im Übrigen hier von der Anne, die da mit dem Timex auf der Gamescom da auch im Stream war. Von den Roten. Hatte ich bei Twitter gefolgt und hatte die halt Bilder von der Gamescom. Da war die dann halt mit einem alten Freund von uns allen auf dem Bild. Ich wusste gar nicht, dass er so hübsch ist. Papa. Mr. Craig's Cringe Streams von live. Craig, seine Streams, die waren halt immer irgendwie im Hotelzimmer, kann das sein? Wir haben im Übrigen die Mia davon, also die Lisa Buttons, letztens irgendwo im Stream gesehen, ne? Also im Chat. Ich glaube auch Gamescom-Chat. Der krasseste Schütze von uns. Ja, Shorty und wenn Memo fit wird, dann Memo. Das sind halt auch die hier, also die ihre Resonanzen haben, ne? Schau, die Memo haben halt ziemlich viel Competition gespielt. Auf Turnieren und so, ne? Also, Gießen angeht und also ihr müsst euch vorstellen, die gucken sich das halt, ach, Güfi halt. Güfi ist gut, aber der ist nicht der Beste. Güfi ist echt gut. Er sagt auch selber, dass er nicht der Beste ist. Er ist einfach gut. Und was mich so stark macht, ist einfach, also mein Aiming macht mich nicht stark. Was mich stark macht und was auch Jamar stark macht, Jamar und ich. Ich hab grad gehört, Alter. Er ist gehört? Jamar und ich umlaufen Gebiete halt die ganze Zeit. Wir sind die ganze Zeit in Bewegung, wir bleiben nicht an Spot stehen. Wir laufen die ganze Zeit. Aber letztens hat er jetzt auch nochmal gesagt, so. Manchen Schießereien treffe ich Jamar einfach 5-mal. Ich treffe den 5-mal oder so in der Schießerei. Deswegen sind wir auch immer die so lange leben bis am Ende so und dann die Leute aufheben so. Guck jetzt, wann ich die Lieder raushaue, die nächsten. Ich glaube 3 Stück. Kriege ich hin. Was Kurt stark macht, ist ein taktisches Verständnis. Er kennt GTA in- und auswendig. Bin hier gerade irgendwo mitten in der Hood, ne? Kann das sein? Der kennt hier jede Hausecken einfach. Der weiß ganz genau, wenn er hier reinläuft, wo der rauskommt. Okay, sieht man so auch, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, am Fahren ist der sowieso krass, Alter. Ihr habt ja gesehen, was Jamar und ich angestellt haben im Drive-By. Wo ich da die Cops weggeballert habe. Jetzt stellt euch mal vor, ich sitze als Beifahrer bei Kürtis drin, Mann. Eure Gang kriegt zu zweit, Alter. Jackdaw, danke für den Sub, yo. Mit Twitch Prime supportest du diesen Monat kostenlos. Einen Wunschstreamer. Hey, Tam. Ja, das ist halt das, was Kurtis wieder so schwach macht, ne? Obwohl, es kommt drauf an.
Also, ne, wenn da viele Leute, also man kann das dann auch betrachten, als ob der ein Tank wäre, ne? Der zieht halt, dadurch, dass er so offen läuft, zieht er das Feuer auf sich und Leute wie ich haben Zeit zu arbeiten, ne? Oder Shorty. Stell dir mal vor, Shorty kann da 10 Sekunden, 15 Sekunden stehen und sich ganz in Ruhe konzentrieren, wo der hinnimmt, ne? Was geht ab, Jeff? Was geht ab, Emo? Alles klar. Ah, bei dir? Ja. Bei Fahrrad denn Scheiße los. Ach, alles gut? Ja, alles gut. War gerade Kundschaft da. Gerade weggefahren. Jo, ich hab gedacht. Ich hab Auto noch gesehen, da weggefahren. Ja, ich hab gedacht, ich schmeiß den Grill mal wieder an. Ich war ja ein paar Tage weg. Ja. Kann ich was zu essen machen? Trinken? Ja. Was willst du haben? Hast du Uludag da? Nee. Echt nicht? Musst du die echt mal besorgen? Ja, oder? ja, ich weiß. Ich hab Ayran da, ich hab Chai und einen Döner halt, ne? Ja, dann nehme ich Döner und Chai. Okay, geht klar. Wie willst du den Döner haben? Alles komplett. Komm. Kommt sofort. Aber Kim seine Stärke, ich glaube, der hat gar keine Stärke, oder? Oder ist einfach solide da so. Er hat auch ziemlich Probleme, also wir waren ja auf einem so einer Ballerbude, da haben wir Dumbro und so, haben wir halt weggeballert da. Güfi und ich, ne, wir haben die vergewaltigt, Alter. Was, ey? Als der Lumbre da mit Minigun und so ankam und mit Panzer, ey, Alter, ich hab geheult vor Lachen. Ich kam nicht klar auf mein Leben, Alter. Ich kam nicht klar. Und dann meinen die, boah, der Sink ist voll schwer vorherzusehen. Ist nicht bei mir genauso, ne? Hier, Jeff. Ein Döner. Tock ab, wartet, dann merkt ihr. Und dann bitte schön. Bitte. Lass es schmecken. Komm mit da, Chocolates. AKA, Jung, sexy Motherfucker. Matze, danke für den Sub, yo, und Sandra, danke für die... War keiner in der Tanke oder so? 500 Bits. Nee, also da unten war es ruhig, ja. Nee, ich habe auch gesehen gehabt, da war alles noch schön ruhig. Ja, allgemein, die Stadt ist gerade irgendwie voll relaxed. Ich hab gesehen, ein paar sind da hinten am Strand, ein bisschen chillen. Das schöne Wetter noch, ne? Ja. Hunde, da komm. Setz mich mal an den Tisch, ne? Ja, ja. Kannst du den bedienen. Danke für die Bits, danke für das Sub, dies, das, Ananas, ihr wisst. Er ist doch der Mehmet wirklich. Aber Mehmet ist aktuell voll abgefuckt, weil er den Connor nie erwischt, ne? Wegen Haus. Oder hat er das mittlerweile? In der Gang sind wir jetzt voll. Cap ist 15. Edel zählt offiziell nicht zu Growth, also serverseitig. Ist aber trotzdem, ne? Natürlich unser Homie da. Aber ich meine, in der Hood sind ja auch so Homies, die nicht unbedingt aktiv in der Gang mitwirken, ne? Weil wie gesagt, OC, der hat Kind, ist das anders. Ja, der hat wahrscheinlich noch nicht die Items, ne? Der hat ja ein neues Unternehmen, der muss sich auch erstmal durchsetzen, ne? Ich habe, by the way, mal beantragt, dass die mir zwei Finger machen, die ich gestern bekommen habe, als Ingame-Items. Mal gucken, ob das durchkommt, ne? Ja, ich hoffe gerne, Sandra. Wäre scheiße, wenn es nicht gerne wäre. Immer nur jeder, der wie kann, ne? Im Keim sein Brot weg. Tyrese macht einfach alles auf Befehl. Das ist Tyrese seine Stärke. Der macht einfach alles auf Befehl. Donald Biggie oder Pack? Ganz klar Biggie. Also Pack. Guter Dude, feier ich, aber Biggie ist der wahre King. Biggie ist King, Digga. Digga, ey.
Man kann deren, also okay, das gilt fast für beide. Die Songs kannst du nicht mal wirklich gut mixen. Weil du den Scheiß gar nicht richtig auf dem Beat draufkriegst, Alter, weil die ihren eigenen Film schieben. Alter. Wie gesagt, Rakim hat halt Probleme mit dem Rage-MP-Aiming. Da war irgendwas, das ist halt echt komisch, so wegen V-Sync und so, wegen den Einstellungen. Muss man noch gucken, mal sehen, wie der sich dann durchsetzt in der Schießerei. Ich denke mal, der sollte dann auch lieber auf dem Laufen setzen, weil dann kannst du viel besser, also durchflankieren. Meistens erwischst du die Gegner halt auch von der Seite und kannst einfach, ne, da ist nicht viel mit Aiming. Mir geht's gut, Frikadellenfried. Wie geht's dir? Erzähl. Tyrese, wie gesagt, Stärke. Der macht das, was ich sage auf Befehl. Seine Schwäche, der ist halt geisteskrank. Two Fingers. Cyberpunk sieht schon fett aus. Haben die was gezeigt zu Cyberpunk, Alter? Wie meinst du, Sandra, mit motiviert? 116 im zweiten geht. Langsam geht mein Kopf kaputt. Ja, ich gebe aber immer noch einen Fick auf vorne. Aber danke dir. Ja, wir mussten aufstocken, ne? So, also gucken. Also ich hatte Paruk aber schon länger im Blick. Als Chef, als Kante. Kann ich dir noch irgendwas bringen? Was zu trinken oder so? Nö, bei mir ist alles super. Und Memo kennt Jeff als Charakter ja auch schon sehr lange. War ja mit dem zusammen auf dieser, was für eine Party, Springback Party. Was geht ab, Sugar? Wo bist du, Alter? Jeffrey kann Taiwan nicht ab, Mann. Soll ich denn mit United reden? Dein WoW-Stream vor ein paar Wochen war so gechillt, kommt noch mal einer. Ja, wie gesagt, also wenn spätestens wenn Mythisch kommt, bin ich auch WoW mit am Start. Aktuell war ich jetzt hier viel aktiv wegen dieser Gangkrieg-Sache und so und aktuell habe ich aber auch ziemlich einen Bock. Und WoW ist jetzt eh Hängerphase. Ich werde noch ein Hexmeister-Level mit dem Thunder. Dann hoffe ich, dass zeitnah Mythisch mal auftaucht. Immer noch in Istanbul, Digga. Ey, du gönnst dir richtig, ne? Aber gönn dir. Zieh durch, erhol dich, ja. Aber bist du bald im Urlaub, Sandra? Wohin geht's denn? Jason zählt serverseitig nicht als Growth-Member. Er ist Freund der Familie. Wie immer halt. Also wie vor Secure Surf. Wisst ihr, ne? Ich krieg voll die Laberflakes. Fällt mir gerade auch so auf, ne? Ich bin nur am Labern in meinem Sinn. Ja klar, Keystone, Digga. Digga. Natürlich! Was soll ich mit Mythisch 0? Eine Woche Gran Canaria. In Gran Canaria habe ich laufen gelernt. Der kleine Jeffrey. Gibt sogar ein Videoband. Da laufe ich einfach los. Ne? Da ist mein Vater drinne und meine Mutter ist auf dem Balkon mit mir und ich laufe einfach in das Apartment so rein. So zur Kamera. Da hatte ich knallblonde Haare als kleiner Junge. Da war, als meine Eltern mit mir, Goji, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Danke für den Zappio, Kussi Kussi. Die mögen aber vielleicht. Das ist doch chillig, ja? Hast du noch so Zeit, auch zu Hause abzuhängen, ne? Aber Gran Canaria ist cool, Mann. 3 Wochen verlängert. Richtig auf Modus, ja. Auf jeden Fall Antalya. Da waren meine Eltern mit mir, da hatte ich auch noch voll die blonden Haare. Und da hat, das war damals so, so Menschen mit goldblonden Haaren waren da so voll angesehen, sage ich mal.
haben die mir da in der Küche so alles gekochte vom Hotel, ne? Nur für mich, ne? So Pudding und so, diese ganze Leckerei, ne? Der vielleicht. Auch voll die coole Optik hier, ne? Mit der Sonne da hinten im Hintergrund. Ich bin am Handen, ne? Ich guck die ganze Zeit so für mein Intro und so, habt ihr ja gesehen. So schöne Szenen, die man aufnehmen kann, ne? Gibt so viele geile Spots hier in dem Spiel. Trunks, da war ich gerade auch schon dabei. Rollen und Positionen wird sich immer weiter ausweiten. Ja, ja, da weißt du, was ich meine, ne, Sugar, jo. Das ist da krass, ne, also. Die sind da voll verliebt drin. Es gibt auch irgendeinen türkischen Schauspieler, der hat blonde Haare und blaue Augen. Das ist da der übelste, was weiß ich, Brad Pitt, Mann. Also die sind alle hinter dem her. Yo, Memo. Ich fahre in die Straße kurz, ne, der Connor, der verkauft mir das Haus da. Ah, wunderbar, endlich, Alter. Ja, das war schon. Der Faruk, der ist vorne, ne? Der Kerl. Ja, ich sehe den hier, alles gut. Okay, bis jo. Gleich, ciao, ciao. Alles klar. Ja, wusste ich doch, dass Connor jetzt erst geschafft hat. Aber ist halt, Connor hat halt nicht immer Zeit. Der ist ja jetzt auch im Support. Ich hatte das ja selber, denselben Spaß mit Spencer noch. So, da haben wir uns auch ein paar Mal verpasst. Ist halt so. Ist das der, Ibrahim? Ey, das ist also der Schauspieler von, ist das Aşkı Memnu oder Fatma Gülün Sujune? Warte, Fatma Gülün Sujune. Ja, die Leute, die damit nichts anfangen können, erstmal, hör, what the fuck, was labert der da? Warte, Aşkı Memnu. Aber die Türken wissen alle, was ich meine, ja? Wenn hier überhaupt welche sind, Alter. Die Reaktion. Ich finde den, obwohl, ist das der hier? Ah, der hat aber nicht mehr blonde Haare, was ist los mit ihm? Der hatte früher blonde Haare. Kivanch Tatlituk heißt er oder so, keine Ahnung, oder Tatlituc. Mit dem G, mit dem Pfeil oben ist Tatlituc, ne, also wie Tutsche. Aturko, der weiß Bescheid. Aber der hat keine blonden Haare mehr, ne? Der hatte früher ja ein bisschen so länger hier, ich sehe es hier gerade. Da sind die voll auf den abgefahren, ich weiß noch. Ne? Ich hatte damals, sag ich mal, eine beste Freundin, die war Türkin und ich habe deswegen halt auch immer die Serie mitbekommen. Ne? Beziehungsweise, ich musste auch mal mitgucken, wenn nichts ging. Ja, Mann. Batu, meinst du so mäßig wie Frauentausch? So OG-Tausch? Und dann so mit Video danach so. Guck dir deine asoziale Familie an! Die ficken Socken und so. Ich hätte recht verloren, Alter. Was soll ich sagen? Bei den anderen, bei den Borders kann ich nur sagen, der eine hat einen Goldzahn, Alter. Ich hab Leute, die Socken ficken und so. Sugar, gönn dir, Alter. Lass dich nicht aufhalten von mir. Relax, lass die Seele baumen, Alter. Wir sehen uns dann, ne? Die Serien, ich hab die geschaut. Es gab doch da nochmal eine Serie. Als Aşkı Memnu zu Ende gegangen ist, da gab's eine Serie, ich glaube mit derselben Schauspielerin oder war es mit dem, nee, mit demselben Schauspieler? Wie hieß die? Kam irgendeine neue Serie, da war auch ein Vergewaltigungsfall und sowas. Und Ezel habe ich auch geguckt, diese eine auf Mafia-Serie. Naja, wie auch immer.
Aber ich habe einiges an türkische Serien gesehen. Jack von der, okay, der ist doch. Das ist dann so in den Tiefen, ne? So kriegst du gar nicht mit, wie ekelhaft der ist. Junge, ist der Laden aber voll hier, wa? Alter, schon wieder sitzen, ne? Guckt euch mal diese logistischen Probleme da gerade an, ne? Ich kann nicht viel Türkisch. Standardgefloskel halt, ne? So dieses Nabe, Ilixenden, Bendende, so diese, ne? Etine. Ja, das sind einfach 100. Diese ganze Standardskram, so, ja, was man aufhängt, so oder so. Aber dafür, also Türkisch kann ich so an sich. Jo. Weiß ja zum Beispiel über Kötis und so auch, ne? Also. In manchen Gegenden hast du halt. Auch einige Türken, Kurden und so mit dabei und da ist das ganz normal. Früher beim Spielen, beim Fußballspielen, dann ruft die Mutter auf Türkisch, dass er zum Essen kommen soll und so, weißt du? Ja, aber das war dann nicht mit Kalb und dem Sahnekraut. Fängt man alles auf. 15 hast du gesagt, ja. Nee. Verkackter Idle-Bildschirm, Junge. Gab's da nicht irgendwie eine Mod für oder so? Aber genau so sieht es ja auch aus mit anderen Sprachen, ne? So ist ja nicht. Man fängt ja alles auf. Zum Beispiel bei mir waren halt auch noch, ne? Also zwei meiner engsten Freunde so sind halt Rumäner. Ein Brüder hatte ich schon öfter mal von erzählt. Und da habe ich dann, die haben mir dann auch hier und da was beigebracht, ne? So zum Beispiel Tribui Samapish heißt, dass man oft, also dass man pissen muss und so. Nayeli, grüß dich, hi. Wie geht's der Melone? Hast du die schon verarbeitet? Diese Undercover-Zucchini, Mann. Ja, in NRW ist halt, also NRW auf jeden Fall, das schon. Das alles bei Russisch, Rumänisch, Türkisch, Kurdisch, das sich auch nochmal gleich unterscheidet manchmal. Iranisch hört man. Da hört man noch. Serbisch hörst du hier an jeder Ecke. Kroatisch an jeder Ecke hier. Ich hätte die auch gekauft, also. Ich bin ja auch so ein kleiner Food-Fetisch und so. Mach sehr gerne Foto von Essen und so ein Kram. Ist halt schon. Also ich wusste nicht, dass es die Zucchinis auch im Rund gibt, Mann. Das ist ja so, als ob die mir jetzt auch ein Big Mac in viereckig machen und so. Das wäre. Tschüss. Ich würde bei Meckes vom Stuhl fallen, ne? Wenn der Burger auf einmal viereckig wäre. Dann habe ich gelesen, Najidi, ne? Da haben ja bei dir welche drunter geschrieben, dass das wohl gar nicht so eine Seltenheit ist, ne? Die gibt's dann auch wohl in Gelb und so was. Ja, klar, Food-Fetisch. Kennst du nicht hier American Pie oder so? Haarige Füße. Ja. Kannst du dich noch einen Tee sein oder so? Ey, Quatsch, ich bin ausgesorgt, Farum. Alles klar. Esse auch mega gern. Oh, Essen. Na, also ich habe schon hier und da bei manchen Ecken erzählt, ich fahre 8 Stunden in eine andere Stadt. Wenn man mir sagt, da gibt's den krassesten Hotdog ever und so. Fahr dahin. Natürlich gibt's da natürlich eine wutentbrannte Sprachnotiz von mir, wenn es dann nicht gut war. Aber in der Regel, also. Wir essen, steht mir nichts im Weg. Ne? Gefüllte Zucchini-Blüten, das hört sich sowas von gesund an. Ich
hoffe, da ist sehr viel Fleisch drin oder so. Ah, gutes Essen ist gut, gut für die Seele. Dieser Moment, wenn du reinbeißt und dir nur denkst, so, oh mein Gott. So richtig wie der Burger bei How I Met Your Mother, so der Barney. Dass er mit dem Burger Babys machen will. Und dann die Babys zu essen oder so. Tag gefüllt, geil. Ich liebe auch gefüllte Paprikas. Ja? Ich liebe gefüllte Paprikas. Das ist so lecker. Habe ich vor ein paar Tagen noch gegessen. Oh, das ist so lecker. Das geht immer. Meine Mutter hat 16 Jahre in Italien gelebt, Sandra. Dementsprechend hat die auch immer hier die italienische Küche am Start. Ja? Dementsprechend habe ich aber auch eine Wampe, ne? Also. Mein Fass, was ich vor mir schleppe, gefüllt mit fettigen Bolognese und so. Also das, was Edel eben in seine Bolognese an Alkohol reingeballert hat, ist halt in Italien an Fett drin und so. Schön herzhaft. Pulled Pork, ja Mann. Jeden dritten Sonntag war bei deinem Opa. Billig. Das ist cool. Der Edel. Meine Mutter hat in Italien gelebt. Dein Dad und dein Mann ist Italiener. Jetzt war so Interesse, aber hast du dann deinen Mann im... Also weil dein Vater Italiener ist und ihr da mal dann hier und wieder Urlaub gemacht habt, da kennengelernt oder hast du den hier kennengelernt? Ist das hier den Foodburger? Jaha. Hat die Ultra-Nahaufnahmen von Speisen allerfeinster Qualität. In der Regel mit Blitzlicht, damit das Zimmer drumherum dunkel aussieht, damit ihr nicht die ganzen Pfandflaschen seht, die hier rumliegen. Ja gut, auch nicht verkehrt, ne? Keine Ahnung, ne? Ist halt auch, ne? Also ich selber, ich stehe unheimlich auf Gamergirls, ne? Also ich glaube, ich... Es gibt drei Arten von Frauen, mit denen ich zusammen sein kann. Und eine Art davon ist ein Gamergirl, ne? Das andere nenne ich lieber nicht. Ich will hier ja niemanden auffordern, ne? Marlboros zu rauchen. Das dritte ist, wenn eine Frau Feuer hat. Sind einfach nur Wertanlagen. Ist so, oder? Wertanlage in der Hood, Bruder. Nee, mein Mann, bla. Pixel. Sind also diese Momente, ne, wo du dann mit so 5 XXL-Mülltüten dann da auftrittst, Alter, und dann erstmal so für 50 Euro. Pfandflaschen Gegenwert rausziehst. Ja, das... Ja, okay. Das hat so... Wir müssen differenzieren, ja? Also, nur weil eine Frau eine nubische Göttin ist, heißt das nicht, dass ich mit der zusammen sein kann, ne? Weil ich bin ein schwieriger Mensch und ich erwarte auch sehr viel. Ich lege sehr viel Wert auf Respekt und Ehrlichkeit. Ne? Und ich, also durch meine Vergangenheit bin ich sehr empfindlich, wenn mir jemand nicht die Wahrheit sagt oder nur Halbwahrheiten. Weil das hat den ganz einfachen Grund, wenn ich irgendwo stehe und irgendwelche Leute über mein Mädchen reden, dann will ich da stehen können, die verteidigen können und im Wissen sein, was alles drumherum passiert ist. Aber wenn ich nur ein halbes Wissen habe, ist das ein richtig beschissenes Gefühl, so. Wisst ihr, was ich meine? Dass du dann Stories von anderen hörst, so. Die dann auch noch wahr sind, so, was sich dann rausstellt, so. Aber nubische Göttinnen finde ich einfach nur sexy. Ja. Und das sind... Halt, ne? Tasty. Cocky. Ja, Koro, natürlich, weil ohne Feuer brennt die Kippe nicht.
Ey, damit meine ich, ne, ich bin ein sehr pulverisierender Mensch. Und so, da muss schon Feuer hinter sein, so. Das darf keine Mauerblümchen sein, so. Ich werde doch jetzt auch 27. Der Jüngste bin ich ja auch nicht. Hab doch auch schon einiges durch, ja. 167 Euro, Alter, what the fuck? Ja, chillig, ja? Und letztes Jahr geheiratet. Glückwunsch dann nachträglich, ja? Boah, von NRW nach Hessen, ne? Würde ich nie machen, ne? Aber ja, Naedi, es ist halt tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob das auch an der Großstadt hier liegt. Aber uns ist das keine Selbstverständlichkeit, ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, was los ist. Ich check's, ich kapier's wirklich nicht. Wenn man sich irgendwo auf eine andere Person einlässt, ne? Warum spielt man dann nicht mit offenen Karten? Und warum hat man Angst, Dinge anzusprechen? Das ist doch nicht der Sinn der Sache, so. Ich meine, in einer Beziehung muss man doch auch irgendwie so Best Buddy sein, so Couple-mäßig. Couple-Goals, Alter. Weißt du? Die liken alle diese Couple-Goals, was sie da sehen auf Insta, aber im Endeffekt... Nö. Ich sag nicht, weil... Ich hatte Angst, dass du ausrastest. Naja, ja, aber wenn ich dann im Nachhinein erfahre, soll ich chillen oder was? Von innen sind alle rosa, ja. Sag das mal nicht zu laut, Digga. Also wenn da ein Fischkutter unterwegs ist, Junge, dann ist Schicht im Schacht, glaub mir das. Mein Freund. Ist von NRW nach Schleswig-Holstein gezogen. Die ziehen alle von NRW weg. Oh! Stich in mein Herz. Andere gefallen wollen, keine Fehler machen wollen, bin selber. Sich selber falsch fühlen, etc. Deswegen rangehen. Ja, das ist das Ding. Aber ich check's nicht, ne? Diamant wird auch geschliffen, wisst ihr, was ich meine so? Was geht ab denn bei Jo? Was sind das für Themen hier, Alter? Voll die Cringe-Ding, na tschüss. Boah, geil. Ich hab richtig Bock, den erstmal zu bannen, ne? Wo ist der? Bisse, Alter. Ja, ich weiß, ich bin aber sowas bin ich voll der Philosoph. Ist doch so, ja? Ich meine, so, jeder hat doch seine Leiche. Also, jeder trägt seine Koffer mit, wie bei Home with your mother. Jeder hat seine Koffer. Aber wenn man, also, ich wurde so erzogen, wenn man schon, also, das ist, ich. Bin ich auf der Hand hing nach Beziehungen und sowas, ne? Aber, wenn man schon in eine Beziehung geht, so, wenn man das schon macht, wenn man sagt, das ist mein Partner, dann sollte das auch so laufen wie Partner, ja? Jeder bringt seine Koffer mit, so, und jeder sollte sich so respektieren und akzeptieren, wie man ist, so. Ansonsten bringt das doch eh nichts, so, wenn wir mal ehrlich sind. Quatsch. Die Jungs wissen, dass ich gerne mal so sensible Themen anspreche. Aber die kommen nicht immer so damit klar, weil die halt noch in den Grundschule sind. Der zwischenzeitlich sieht man den immer mal wieder so, also wie der aussieht, also hinterm Stream. Ja, aber bei mir, ich sehe ja, also, wo ich Cam anhatte, meinte auch jemand, du siehst ja gar nicht aus wie ein Gangster. Du bist ja weiß, du siehst ja voll lieb aus. Ich. Soll ich aussehen wie so ein Opfer von Mike Tyson mit so einem halben Ohr oder was, Alter? Und so Schlittschuh halb im Kopf drinnen. Mit Tattoo drüber. Und so Tattoo auf Nasenloch, so eine Träne oder so, mit Eiswaffel. Äh,
Pixel, mach's gut, Mann. Oh, King, ne? Du bist auf ganz dünnem Eis, Digga, ja? So ein Scheiß, wo ich Jaco mal getimeoutet hab, Alter, soll ich dich jetzt auch wegballern, oder was? Ich verstehe das nicht, ja? Ey, wenn du schon Mods einstellst in deinem eigenen Channel, warum triggern die dich am meisten, ne? Warum triggern die dich am meisten, Alter? I don't get it, ne? I don't get it, Alter. Dass ich halt immer meine eigenen Mods erziehen muss, ja, das ist halt Enttäuschung pur. So, Timeout 8 Stunden. Warte, mir gefällt, dass es neben deiner Hardmarker-Seite diesen nachdenklichen Teil von dir gibt. Ey, ich erzähl euch mal was, ne? Da könnt ihr auch ruhig lachen drüber. Wo ich klein war, ne? Einer wollte Pilot werden, einer Polizist. Ich wollte Ehemann werden, ne? Ich schwöre, ich fand das voll süß, so wie meine Eltern waren, ne? Ich hab das voll gefeiert. Voll das liebevolle Pärchen, ne? So als Team, gegen Rest der Welt, wisst ihr, wie ich meine? Ah, da wurde ich irgendwann erwachsen und hab dann gemerkt, wie viele, okay, wie verpacken wir das? Wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne gebannt zu werden? Sagen wir Karnevalsanhänger. Karnevalsanhänger nennen wir das. Dann lernt man viele von denen kennen und dann ist halt vorbei. Dann denkst du dir, okay, Bro, da ist irgendwas stimmt nicht an der Story mit Adam und Eva. Das ist gelogen. Koru. Hey, warum wurde ich getimeoutet? Warte, was hast du denn geschrieben? Achso, wegen Backseat, du Affe. Gott. Ich weiß, dass das ein Joke ist, aber das gilt halt Backseat, man. Andere lernen davon falsch und spammen das in anderen Chats. Wo du gut essen kannst. Du kannst ins, was geht ab, Alptos? Du kannst ins Joey Champ gehen. Da kannst du geil, montags für 15 Euro All You Can Eat. Da kriegst du Rippchen, Chicken Wings, Potatoes, alles mögliche auf den Teller geklatscht. Du kannst noch gut essen gehen. Auf was stehst du denn so? Worauf hast du Bock? Ah, X-Dog, grüß dich, by the way. Prophet auch, hallo. Warte mal, die Girls verlieben sich, wenn der Typ nur süß ist? Also hier in Köln verlieben sich die Frauen in der Regel nur in Arschlöcher. Beste Beispiel ich. Oder Curtis. Curtis hat mal zu einer Chica von mir gesagt, pass auf mit Jeff. Er ist genau ein Arsch wie ich und genauso andersrum ist es auch. Wir beide sind evil, Digga. Ihr wollt nicht mit uns. Nee. Wir sind vercrackt vom Leben, ne? Ach. Hallo? Hallo, ja? Wo bist du? Bei den Dönerladen von Memo unten am Strand, da bei den Maskeladen oder so. Hm. Hat Döner auf? Ja, wir sind hier. Ich hab noch nie gegessen da, Alter. Ich komm rum. Ja, komm, der hat Döner hier. Okay. Jo. Ja, aber ich weiß ja, jeder mag eine andere Küche, Digga. Aber ansonsten, erste Wahl wäre für mich Joey Champs. Da kriegst du gutes amerikanisches Essen. Ist ein Sportbar-Restaurant.
Da läuft immer Sport, Football, NBA, ganz egal, alles. Sorry fürs Rebsen, by the way, ich bin ja asozial. Der Jaco. Erste Treffen mit einem Vibe. Hallo, ich bin Jaco, beruflich Arschloch. Also meine Theorie, Arschlöcher haben immer Frauen, weil es halt viele Frauen gibt, die die nicht so viel Wert legen auf Niveau vielleicht. Richtig ausgedrückt, ich denke schon. Es gibt halt viele Frauen, die, oder viele Menschen auch, ne? Es geht jetzt nicht nur um Frauen. Allgemein viele Menschen, die sich halt gerne. Also es gibt, es ist ja auch genau andersrum. Es gibt auch diese Playchickers, die ihre White Knights haben und diese White Knights farmen dann für dich in Sterling GT. Schöne Grüße gehen raus an Simply. Krieg ich schon fast einen Zungenbrecher, oder? Aber Kussi, Kussi trotzdem. So, es gibt halt Menschen, die halt sich. Die verkaufen sich unter Wert einfach. Die verkaufen sich einfach unter Wert und das muss nicht sein, Digga. Jeder Mensch hat das Recht darauf, das zu kriegen, was er verdient, Mann. Und wenn du gut behandelt werden willst und einen anderen auch gut behandelst, dann hast du auch verdient, das zu kriegen, Mann. Du musst dich nicht verkaufen unter Wert. Es ist einfach so. Und dementsprechend gibt's, haben Arschlöcher halt auch viele Frauen. Ist halt so. Aber das heißt nicht, dass süße Kerle keine Frauen kriegen, ne? Weil weitem nicht, also. Gusto Antico. Nee, tatsächlich nicht. Instinkt, Lugner, wenn du mit, wenn du die süße Schiene fährst und dir das Mädchen auch dann auch noch was bedeutet, Alter, dann kann das sehr wehtun, ne? Und genau das ist der Punkt, wo du sehr schnell zum Arschloch upgrindest, ne? Was mit mir passiert ist auch nicht so, ey, Digga. Scheiße, Mann, ne? Nach meiner Ex, also. Ich bin nicht stolz auf meine Zeit, was danach alles abging. Ich lach mich gerade sowieso viel mehr tot, so dass hier so viele Zuschauer hängen, obwohl ich hier nur rede. Bei Deep Talk, Junge. Boah, wie der Chat abgeht, Alter. Chillt mal. Amy, alles klar, Mann. Da sollte ich mal hin, ja, okay. Ja, Ehrenfeld, ich wüsste gar nicht, wo ich da sollte. Sowas selb. es ist dann krass, wie alle gucken, wenn ich 19 sage, dass ich mit meiner Freundin schon 4 Jahre zusammen bin. Das ist halt einfach krass, wie manche da reagieren. Quemli, guck mal, ne, ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist mit seiner Freundin, also die sind jetzt verheiratet. Ja, wir sind alle ungefähr, ich glaube, der ist ein Jahr jünger. Vielleicht auch zwei, also 25, 26 sind die. Und die sind schon zusammen, seitdem die 16 sind, seit der Schule damals. Ne? Also schon eine harte Nummer, also ich war, also das ist, ich schwöre, ich habe bei denen ins Hochzeitsbuch auch reingeschrieben, die sind so. Die sind wirklich für mich die Hoffnung darauf. Jetzt wird. Einen, also auf eine Beziehung, in der man auch beste Freunde sein kann, einfach. Die sind das Musterbeispiel, ne? Die haben von Anfang bis Ende durchgehalten, ne? Hat damals.
Ja, Ferdi, mit, also ich wurde auch betrogen. Ja. Aber dann war auch Ende, also ich habe darauf nicht betrogen. Ich habe dann auch ne, mich ausgetobt, sag ich mal. Aber ne. Gestern von dem einen, dass du nach dem Stream ein paar Lab-Videos anhaust und dazu Quatsch, war auch nice. Ach, das hat einer vorgeschlagen, dass ich Lab-Videos anhaue? Das können wir auch gerne mal machen, ne? So ist nicht. Und es gibt, also so belabmäßig, dann erzähle ich euch auch ein bisschen was dazu für die Leute, die sich da nicht so auskennen, ne? Und eventuell sogar kann ich euch Bilder zeigen. Von meinen Outfits. Cosplayer! Erstmal eine Sony-Taste bemalen lassen, Alter. Muss ich scrollen, Junge. Jetzt wird's hier kritisch, Alter. Ja, Prophet. Ja, ich weiß, genau so ist es. Da musst du nicht mal hübsch für sein. Also, manche Frauen kacken einfach darauf ab, wenn man einfach nur dominant wirkt, ne? Und fahre damit besser wie... Ja, Instinct Duke, ich war auch sehr lange Zeit kalt, Junge. Ich war tot innerlich, ne? Ich war kein Mensch mehr. Mir war alles egal. Ist nicht unbedingt schön, so dieses Kalte, ne? Und jetzt chill ich einfach nur mein Leben. Lass... I don't care, I don't give a fuck. Einfach chillen. Dann kommt, wenn nicht, dann nicht. Weil du dich schon so jung lang bin. Deckel gefunden, Ende aus, Mickey Mouse. Junge, ich komm nicht hinterher, Alter. Das ist, manche hören würden, wie mein Mann und ich reden, jeder würde denken, kannst dich. Ja, das trifft oft zu, ne? Also das ist ein Phänomen, das gibt's öfter. Viele Menschen im Leben nicht, weil alles zu oberflächlich ist, ja. Wenn du Pech hast, findest du nie die eine Person. Das ist halt krass. Das ist das Krasseste, was man einem antun kann. Ja, man betrügen, ich hasse Betrügen, ohne Witz. Ich hatte dir erzählt, ne? Ich hatte auf Malle mal eine Barkeeperin, die ich mitgenommen habe. Und am Ende kam raus, also als wir schon bei mir im Zimmer waren, so, da kam halt raus, dass die in Deutschland einen Freund hat. Da war der Punkt für mich, also weil ich diese Vorgeschichte hatte, dass meine Ex mir fremdgegangen ist, hab ich halt direkt Ciao, Mann, ne? Verpiss dich, Alter. Hat da auch nichts mit Ehre zu tun oder sonst was, sondern einfach, ich hab Ekel dafür bekommen, ne? Ich hab einfach Ekel gehabt, ne? Daniel Mundai meinst du, ne? Ja, Mann. Da guck ich auch mal ganz so, wenn er so Chill-Runde macht. Seit 10 Jahren verheiratet, chill ich, Mann. Hab ich Alarm gehört? Ja, Amy. Meinte gerade so, eigentlich kann ich auch mal so einen, weil da einer das vorgeschlagen hatte, meinte Jacko, mal so einen Lab-Stream machen, ne? Jeff im Bikini, Alter. Meistens halt, ja, jetzt komme ich gar nicht hinterher, ne? So, jetzt. Meistens halt, sagen, jetzt lieber anstatt an etwas zu arbeiten. Ja, das stimmt, geht, das stimmt. Hi. Junge, was geht? Ich habe gerade Zucker bekommen für den Tee. Zucker. Ja, dann tu doch rein. Hab ich doch schon gesehen. Also. Und sonst was geht? Ja, nix. Ja, nix. Ich bin wiedergekommen, gestern gelandet. Also ich hab den ganzen Tag gepennt. Muss auch sein manchmal. War Wochenende. Ein Festival, Alter. Und wie war? 2 Tage besoffen. Deswegen auch so viel gepennt gestern. War aber echt übertrieben. Normal, dass du dann erstmal einen Tag pennst. Mhm. War auch einfach weg. War fett. Wie sieht Dings aus hier? Haben wir noch Krieg eigentlich? Oder haben die jetzt schon aufgegeben? So, ne, die haben mir gestern 2 Finger gebracht und dem Rakim ein blaues Bandana, weil der die jetzt sammelt. So als Disrespect-Message.
Und die haben jetzt erstmal ihr eigenes Ding da am Laufen. Die werden davon rot, von den anderen blauen, von diesen orangenen Tempeldrive werden die zerschossen, Alter. Die, also. Die haben. Was, die haben quasi Krieg mit allem, was so rumläuft. Aber wir sind da jetzt erstmal aus dem Schneider, ne? Wir klopfen aber jetzt demnächst mal bei Tempeldrive an, wegen dem Namen von denen, ne? Wir würden da gerne mal wissen, wie die Konstellation da kommt, dass die sich da Tempeldrive nennen. Okay. Wieso haben die dir Finger gebracht, Alter? Was für Finger? Ja, ich wollte halt, ne? Entschädigung und so. Finger wolltest du? Also ich wollte Entschädigung, dann meinen die, ich hat der Kötis hier auf den Trichter gebracht oder so. Der meinte, ich hab hier Finger für dich und so. Von einem Jay Spector hieß der. Hä? Ey, was ist denn da so schwer dran zu verstehen, ne? Die haben mir Finger gebracht, ich meinte, okay. Nicht. Ja, ist okay, ist halt aber du warst auch dabei, ne, als die da zerschossen wurde, ne? Ja. Es steht noch zur Option, dass du dich da mal dann mit einem, also da mal einen wegprügeln darfst, sag ich mal. Ich will Geld, Alter, Entschädigung, weißt du, was es gekostet hat? Ja, okay. Die Kratzer und die Einschusslöcher und so aus den Dings zu machen. Dann reden wir da nochmal in einem halben Jahr drüber, wenn die wieder ein bisschen aufgestockt sind, weil aktuell werden die auseinandergefickt, die haben nichts. Mir scheißegal. Dann sollen die arbeiten gehen, die Hunde. Windschutzscheibe muss da auch rein, sonst hätte TÜV gesagt nein. Ja. Geld kacken kann ich auch nicht. Ja, Angola Commissionaire. Ist so. Ja, Leute, ich antworte gleich, ne? Ja, ich guck mal. Ich glaube, wenn ich ganz miese Laune habe, fahre ich kurz einen Baseballschläger rüber oder so. Ja. Aber nicht rumknallen, weil Krieg ist vorbei, ja. Oh. Also kann man sich jetzt wieder was so klein, wie man Bock hat, ja? Achso, ja, ja. Hm. Kriegst einfach ein paar grüne Schüchchen oder so. Okay. Sonst ist nicht viel. Also die letzten Tage ging auch nicht allzu viel ab. War ein bisschen so, es gab so ein paar, also hier so ein Hoodfight gab es halt. Hat einer von den neuen Roten da, von den Bloods gewonnen. Wie, es gibt jetzt neue Rote und neue Blaue? Ja, ja, also einmal Crips und einmal Bloods. Und dann gibt's halt die alten, die Pyros, die früher die Crowns waren, aber da sind wohl welche von denen gestorben, da gibt's nicht mehr viele von. Und dann gibt's halt noch die Eastside Youngsters, das sind die Blauen, mit denen wir jetzt Stress hatten. Weißt du, was ich überhaupt nicht verstehe? Was denn? Wenn die doch mit so vielen Krieg haben, ne? Wieso, warum schießen die auf uns? Haben die das mal erklärt oder versucht irgendwie zu entschuldigen oder eine Ausrede? Ja, ja klar, die haben sich entschuldigt und meinten, die waren dumm, ne? Alter, der hätte einer bei draufgehen können und die sagen nur, es war dumm. Wir waren dumm, sorry. Ja, ja, also ich erwarte jetzt nicht von denen, dass sie auf die Knie gehen und meinen Schwanz im Mund nehmen, so was soll ich machen, ne? Die standen da wie so kleine Arschkriecher und haben sich halt entschuldigt, so. Und der meinte, ja, ich weiß, war dumm und so, dies, das. Danke, Mama. Ja. Da meinte, hat ja auch der eine, der Biggie von denen erzählt, so, dass er vorgestern irgendwie die erste Begegnung hatte mit Davis, wo er keine Wunden mitgetragen hat und so. Da meinte ich so, keine Ahnung, was sie so mit dem, was sie mit Davis habt, so, der ist voll nett und so. Da meinte der, keine Ahnung, was du mit dem dann gemacht hast. Da meinte ich, hab dem Respekt gezeigt und der mir von Anfang an. Da konnten die halt nichts mehr zu sagen. So. Das ist genau der Punkt, warum die so viel Stress haben. Warum jeder auf die einsteckt, weil die einfach keinen Respekt zeigen. Ja. Und das ist ja jetzt nicht so, als wäre das erste Mal bei denen gewesen, ne? Ja, ja. Die haben ja schon mal Blutgeld bezahlt, ne? Ja. Die sollen froh sein, dass wir so alt geworden sind, Alter. Früher, Junge, keine Gnade. Zerstören, bis alle tot sind. Ja, wir beobachten das auf jeden Fall. Also wir klopfen auf jeden Fall vorher noch ein paar Tempeldorf an, aber... Wir müssen die Blauen jetzt nicht unbedingt aus dem Visier verlieren.
Nur halt gerade ist der Kriegszustand einfach beigelegt. Hm. Dann ist gut. Yo, Labtalk announce ich. Ansonsten ist am Wochenende irgendwas passiert, war irgendwas cool, nicht sonst cool. Sonst ist echt nix, also ich müsste mir gleich nochmal in der Runde fragen, aber ich wüsste jetzt nichts. Also ich war, wie gesagt, ich bin da einmal dann in der blauen Hut da. Ich bin da gestern reingefahren mit der Manches und wollte meine abgesägte Schrotflinte ein bisschen testen. Auch bewegliche Ziele. Und dann war da aber schon eine Schießerei, da kamen mir die Roten zuvor und die Tempelwolf. Da haben die gerade da weggewichst, ne? Aber ich bin voll abgefuckt, ne? Ich denk mir so, nein, Alter, ich wollte da gerade ein bisschen Palaver machen. Da war doch schon die dickste Schießerei. Ja, also die Nappas-Kinder übernehmen jetzt wohl das Unicorn wieder, aber die machen das jetzt direkt über sich. Also nicht mehr über Strohmann wie vorher. Oh, was gab's noch? Curtis hatte Geburtstag, der hat jetzt so voll den hässigen Roller mit ganz vielen Spiegeln dran. Ja, ja, hab ich schon gesehen. Ich doch vorher. Also versteht sich Temple Drive mit den neuen Roten, oder wie? Pass auf, die Blauen hatten mir gesagt, also ich habe natürlich gefragt, ne, was ist da Sache und so. Und da meinten die, dass die Temple Drive, die Orangenen, zu den Blauen da meinten, dass die immer mal wieder gerne mit den Blots abhängen und wenn es dazu in der Schießerei kommt, dass die dann helfen. Sprich, die sind praktisch die Uniteds der also von denen, weißt du? So. Die Fußballmannschaft von den Roten dann, denke ich mal, weil die da, denk mal, die Orangen versuchen da irgendwie ein bisschen Connection aufzuziehen, ne? Ja, und die Roten, also die Blots, keine Ahnung, ist das schon über die was bekannt? Muss man die ernst nehmen? Ja, die haben die halt da schon hart weggewichst oben so und wo ich dazwischen getänzelt habe, die sind auch, die haben um mich rumgearbeitet so. Ich habe halt noch geschrien so fick die und so, ne? Ich habe die aufgehetzt noch ein bisschen angefeuert. Und dann haben die, hatten die selber auch Lachfleisch und meinten, ja pass auf so, ne? Also die wollten mich halt nicht anschießen, weißt du? Mhm. Haben die geguckt, dass sie mich dann nicht wegballern, ne? Und dann war gestern Abend noch einer, der ist mit seiner Manches auf einem Rad an unserer Tankstelle vorbeigefahren. Einer von den Blots, da hat der Rakim sich hingepackt und meint zu dem, dass das hier keine Crossstrecke ist und so, dass er sich hier zu verpissen hat und so. Also ich denke mal, das haben die verstanden, ne? Und die neuen Blauen, also die Crips, die haben halt direkt von Anfang an ja Respekt gezeigt, die haben gefragt und so. Und die haben auch eine Zeit lang haben die blaue Oberteile ausgezogen und blaue Hosen getragen, damit wir die unterscheiden können, weißt du? Mhm. Und ja, und den habe ich dann halt mal gesteckt, dass die East Side, also mit dem, mit denen wir Stress hatten, ey, es gibt so viele. Warum gibt's jede Farbe doppelt, Alter? Auf jeden Fall die East Side Youngsters da, die sind halt in Go-Postal-Fahrzeugen unterwegs gewesen, haben daraus Gras verkauft und das habe ich halt den Hübs einfach mal gesteckt, gucken, was die damit machen, ne? Ist aber gar nicht mal so dumm, ne, Alter? Ja, ne? So ein bisschen undercover, ne? Nur witzig, dass keiner versucht, grün zu tragen oder Nappas-Kinder nachzumachen. Oder so eine Untergruppe oder weiß ich nicht, die zu verdrängen oder so. Ey, okay, das ist halt jetzt in dem Fall genau Temple Drive, ne? Temple Drive hatte erst dieses Camouflage-Ding. Problematik ist, ich habe gestern nochmal mit Rakim gesprochen und so, das ist halt, die sind sozusagen mit uns verwandt, ne? Echt jetzt? Also Temple Drive ist halt, so, ne? Ist halt ein Teil von Grove, so. Und wir wollen jetzt halt gerne mal wissen, ob die da, so wie wir, halt einfach nachkommen sind, sag ich mal. Neue Generation. Oder ob das irgendwelche Faker sind, die sich da den Namen geben. Ne? Wird auf jeden Fall, also Curtis auch, wir würden gerne mal die Story hören von denen. Ne? Ist halt komisch, weißt du, weil wir standen ja da vor denen und die haben mal da erstmal 7 Minuten gestottert, bis die erstmal gesagt haben, wie die heißen. Als ob die Angst hätten, uns das zu sagen. Ne? Ich frag mich, wenn man mit uns verwandt ist, auf irgendwelche Ecken so, warum man da Angst haben muss, sowas anzusprechen. Ne?
sonst. Sonst eigentlich nicht viel, ja. Gab mal, also gab dann auch so eine Lolo-Party, ich weiß nicht, ob du die noch mitbekommen hast. Nö. Da war ich aber selber auch nicht da. Wann soll das Ganze stattfinden dann? Mit dem Temple Drive meinst du? Mhm. Ja, ich wollte das eigentlich auch nochmal in der großen. Wir haben das ja. Ich habe da gestern erst drüber nachgedacht. Einfach mal eine Runde dann anquatschen, ne? Gucken, wann die anderen da sind, ne? Ja, ich würde gerade sagen, ist ja eine große Runde im Moment möglich überhaupt? Ja, zumindest mehr als 4-5 Leute sollten wir hinkriegen, ne? Also wir standen gestern zu 6 an einem scheiß Burger Shop. Okay. Weil je nachdem, ich weiß halt nicht, wie die neuen Platz da parteiisch zu uns stehen, weißt du? Ne? Wenn wir dann nachher mit 2 Mann auftauchen, Alter, und dann noch die Roten dahinter uns stehen, ist halt ungemütlich dann. Ja, aber wenn die Platz sich schon über dich kaputt lachen, so ein Lachfleisch kriegen, ich glaube dann. Ich glaube auch nicht, dass die. Also, wir haben ja auch kein Problem mit denen, so. Die sind ja da in der Impound-Garage, ich schwöre, mich schockt das gar nicht, dass die da wohnen, ne? Die fucken uns ja nicht ab, so, und wir fucken die da nicht ab, so, das heißt gut. Also da gibt's ein paar andere Kandidaten, die uns schon viel mehr auf den Sack gegangen sind. Ja, aber wie du siehst, baut man heutzutage keinen Grund mehr, um... Ja, war halt schwachsinnig, ja. Ich hab die auch rausgedacht, ich meinte, ey, dieser verkackte Steinhändler, Alter, der hat da 2.000-3.000 Schwarzgeld rausgedroppt, so. Und für so einen Scheiß fangt ihr dann Krieg an, Alter. Und Rakim war auch da, so. Also die haben mir später die Finger gebracht, so. Und der hat dann gefragt, ist jemand hier dabei, der dabei war, so. Da meinte Rakim so, ja, ich war dabei, so. Meinte, war nicht cool, ich hatte nicht mal Waffen dabei, so. Und ich meinte auch zu dem so, hättet ihr gewusst, dass die Jungs nicht mal mit den krassesten, scharfen Waffen da rumlaufen, hättet ihr wahrscheinlich nie da was gemacht oder so. Keine Ahnung, womit die gerechnet haben, also, keine Ahnung. Als ob ich jetzt Panzerfaust aus dem Kofferraum raushole, Alter. Keine Ahnung, ne? Auf jeden Fall merkwürdig. Wie gesagt, ich sag immer noch, ich wollte nur Holz für mein Dach haben, wenn nicht. Für ein paar Bretter. Ich gebe auf, ja. Der Chat ist jetzt so nachgerückt durch Kurt, ist sein Auftritt hier. Memo, hast du noch ein bisschen Zucker? Auf jeden Fall, Fakt ist, ja, betrügen Zucker, ist scheiße, Leute. Nein, Drogen auch. Gleich, ich weiß nicht. Habt ihr noch was anderes vor, oder? Wollt ihr hier chillen noch? Ja, wir können. Hoppala. Trinkst du noch Zucker? Ja, ich trinke so, ich bin hart. Boah, ist echt gut, Memo, danke. Dankeschön, freut mich. Mach noch den Schirm hier zu. Dann... Jo. Was geht ab, Jo? Hallo! Hä? Hast du gut geschlafen, Feli? Mhm. Und lab ist Urlaub. Weniger Falten als sonst im Gesicht. Oh, wow! Hast du jetzt gedacht, kriegst ein Kompliment, ne? Nee. Tatsache, Alter! Das ist doch ein Kompliment. Immerhin sehe ich ja dann heute nicht so verfaltet aus. Ah, verdammt. Was machen wir? Weiß nicht. Also ich habe gleich einen Termin. Muss Dinge planen. Und dann brauche ich einen DJ für nächsten Samstag. Weil Mia... Ich weiß auch nicht. Das ist schwierig mit Mia. Warum? Ja. Weiß nicht, irgendwie hat die samstags nicht Zeit und dann hat die aber doch irgendwie Zeit, weil die auf jeder Party dann auftaucht. Samstags läuft Keeping Up with the Kardashians. Was? Kennst du nicht? Nee. Keeping Up with the Kardashians? Da ist so eine ADHS-Familie, die da so patsch wie so eine Doku über die. Ja, deswegen kenne ich die nicht. Ja. Bin nichts anderes gewohnt. Das ist so anstrengend, immer so ADHS. Ja.
Da muss ich mal gucken, ob ich den erreicht bekomme noch. Ja, ich würde sagen, ich mache, aber ich kann Samstag nicht. Brauch Pause noch ein bisschen. War jetzt am Wochenende auf dem Festival wieder. Ja, gar kein Thema. Bin gefickt. Edel, ich habe da irgendwas gelesen hier in meinem Chat, aber keine Ahnung, was da los? Deswegen die Sonnenbrille, ja. Und danke für die Donau, Rakim. Warum machst du sowas? Augenringe bis zum Mundwinkel. Ja, sozusagen. Ach ja. Ja, zur Not mache ich den DJ, den Unforgiven Hustler. Alter. Ich habe noch jemand anderen, der sich als DJ mal gemeldet hat, aber ich habe von dem halt noch nichts gehört. Oder Memo Mastered. Ich? DJ Ziege. So, Chat, ich werde jetzt mal in-game schreien. Ich mute mal den Stream, damit ihr mich nicht hört. Ja? Wow. Aber ihr hört ja die Reaktion. Okay. Oh mein Gott. Hola Memo, kannst du mir noch einen Döner machen? Ich hab das. Ich glaube, das Ding, ich komm mal mit. Ich hab alles geschlossen. Memo hat schon eingepackt, ne? Ja. Ah, der lässt das Fleisch über Nacht da drinne. Jetzt gibt's Resteverwertung. Na, das ist hier immer Nacht. Morgens macht er mir einen neuen rein. Da ist immer dem sein Arbeitessen, das wird übrig bleibt. Wieso Spanferkel am Spieß setzt er dich dann aufs Sofa und gönnt sich? Was ist das denn für eine Karre, Alter? Willkommen, Dark Chocolates. AKA Young Sexy Mother. Oh, der Huan, Alter. Oh, danke. Irgendwie wie so ein zweiter Sonntag heute. Was ist das denn für UFO, Alter? Weiß nicht. Ein Tyrant. 361. Dem gehört der? Ja. Hey, die Gang, ja. Ham, ja. Hab ein Auto, ja. Und ich ein Fahrrad, ja. Das ist gut geworden, ne? Die Karre. Ja, doch. Ja, hast du noch die Frontlippe rangemacht? Eigentlich alles in Verkleidung, da war gar nichts dran. Ja, ich weiß nicht so, mir hat das alles nicht so ganz. Ja, Dachgrün. Spoilergrün. Das ist Farid Bang. So, macht's gut, bis dann. Tschüss. Jo, ciao. Viel Spaß. Was geht, ciao. Ja, das schön. Weil der Bushido hat der Bushido hat ja jetzt auch Streaming angefangen und so. Ja. Und er meinte hier der Kürtis zum Farid so, wo wir letztens mal einen Chai trinken waren. Meinte so, ey, hast du nicht Bock hier auf GTA-RP und so? Ja, der überlegt jetzt halt, ob der auch streamt. Mal gucken. Meint, der hat da irgendwie was vor, so mäßig Homo-Phase für Album mit Bushido dann auf. Orte. Und danach ist er nie wiedergekommen, dieser Oscar. Fuck. Elmo, weißt du, wo man Autos waschen kann? Nee. Eigentlich mit dem Oscar, Alter. Lebt der noch? Nee, Mann, der ist nach seiner Leber-OP nicht mehr zurückgekommen. Nee, keine Ahnung. Hat der wohl eine Schweinsleber bekommen oder so? Ja, aber man sagt doch auch, eine neue Leber ist wie ein neues Leben. Vielleicht ja, hat er sein aber Leben der hat geändert. Sich die irgendwo in Bulgarien oder so operieren lassen, hat er gesagt. Ach du Kacke. Nachher haben die dem einfach so eine. Hängtchen die nicht mit Rin ab, Alter? Sag ich auch gerade, einfach Schweinsleber oder so.
Ja, keine Ahnung, sollen wir zum Pennerpark, sollen wir, weiß ich nicht. Pennerpark. Kommen die denn hier jetzt alle angefahren? Denken die, wir machen jetzt alles hier auf, oder was? Was machen die da? Was ist denn da alles? Worauf fahren die da alle hin? Ich weiß nicht, also ich weiß, dass da eigentlich. Wunderwäsche? Eigentlich das nur eine Wohnungen sind. Ja, ja, klar, dass da, dass da Leute wohnen, aber warum kommen die da alle angedüst? Als ob da gerade irgendwie so ein. Treffen. Ja. Ich dachte, da wäre irgendwas, oder die wollen hier Döner essen, ne? Ja, illegaler Parkplatz-Raid vielleicht. Scheiß Kriminelle, Alter. Echt dreckigen Arschlöcher. Ohne Witz? Ja, okay. Und wollt alles ihr? Klar. Ich fahr auch erstmal wieder Tank oder so. Keine Ahnung, mal schon. Ich fahr noch ein bisschen Regie. Geil, back to talk, Alter, okay. Also, das heißt, wir machen auf jeden Fall mal einen Stream, wo ich so über Lab rede und so. Das announce ich dann. Muss ich mal gucken, was der beste Tag dafür ist. Auch im Hinsicht auf RP und so. Sonntag passt eigentlich, ne? Das ist eigentlich immer, obwohl Sonntag ist eigentlich auch auf der anderen Seite, da haben die Leute halt frei, so, ne? Das ist RP. Ja, also Drachenfest ist mein Main Big Event, sage ich mal. Ja, Montag, glaube ich, ne, oder? Montag ist echt wenig los im RP. Aber wir haben ja auch Montag, merkt ihr. Denk auch, ne? Montag ist am besten, oder? Unterm Stream habe ich einen Banner für Insta. Wo ich halt noch gerne hingehen würde, wäre hier halt Conquest und hier, ne? Vitodea halt. Da würde ich echt gerne mal hin. Geht ja aber mehr in diese Fantasy-Mittelalter. Keine Ahnung, ob Drachenlord da ist. Ja, juckt nicht, wer da ist, ne? Ja, ich habe keinen Befehl dafür, Digga. Aber ich dachte, die Leute können auf das Ding gehen, ne? Ansonsten einfach Jeffrey X Jackson eingeben bei Insta. Also wie mein Twitch-Name. Das wäre geisteskrank, gell? Ich hoffe, ich habe nichts vergessen gerade, ne? Irgendwie, ja. Goji hat schon auch Danke gesagt. Jo, habe ich nichts. Drachens. Sollte super sein, habe ihn noch nie gesehen, aber. Okay, ja krass. Muss ich mich mal informieren drüber. Ja, dass Rockstar an GTA 6 arbeitet, ist kein Geheimnis, Mann. Die haben das zwar offiziell angekündigt, aber dass sie daran sitzen, weiß ich schon ein paar Wochen, also wenn nicht schon Monate, Alter. Die werden da auch noch eine ganze Weile dran arbeiten, ne? Junge, STVO, Alter. Links überholen.
Family. Guck mal, ne? Man kann sehr kostengünstig schlafen, ne? Man muss auch daran denken, so, es ist meistens nur eine Einmalinvestition. Manche machen es dann auch so, die kaufen sich kostengünstig ein und verbessern das immer Stück für Stück. Den PC so, Teil für Teil. Ich bin halt bei sowas wieder so ein ganz großer Spaß, der die dicksten Sachen direkt wieder kauft. Lauf dann halt direkt wieder darum wie gerade eine Lockbox, so, ne? Wie so ein übelsten Bossplayer, Alter. Ja, selber bauen und nähen ist das, okay, da kommt man aber auch erstmal rein, ne? Bis ich angefangen habe, selber daran zu basteln, habe ich mir erstmal eine ganze Zeit lang Introductions reingezogen, also, ne? Geschaut, wie machen die anderen das und so. Wie ist das, bla bla. Schon schwer, direkt von Anfang an selber zu basteln. LARP ist Live-Action-Roleplay. Junge, Alter. Hast du mich erschrocken, Alter? Live-Action-Roleplay, dieses in Ritterrüstung und so zum Beispiel, halt in echt Roleplay machen, nicht am PC. Aber wenn du halt kein Know-how hast, Amy, dann selber wolltest basteln. Wolltest du nicht zum Park kommen? Wie bitte? Wolltest du nicht zum Park kommen? Ey, wollten wir nicht hier an den Tankstelle? Nee, der Memo und so stehen alle beim Park. Und warum bist du hier? Weil ich kacken gehe. Achso, okay. Kurz in den Tankstelle, dann komme ich wieder. Alles klar. Ich dachte echt, wir wollten Grove treffen, ne? Ich habe das früher sehr viel betrieben, ne? Ich habe ja vorher auch kein Armor. Ich habe ja gar kein anderes Roleplay gemacht, außer San Andreas damals. Aber deswegen hatte ich ja so viel Roleplay-Erfahrung, einfach weil ich das gemacht habe. Live-Action-Roleplay, da lernst du halt wirklich, wie du auch in Stresssituationen in deiner Rolle bleibst, ne? JFK hat das ja auch hinter sich. Ja, klar war ich schon mal Lager, ne? Ich bin auch sehr gerne auf diesen 24-7-Labs halten. Rund um die Uhr gehen. Also ich habe bis jetzt immer halt so ein nordische Söldner in diese Richtung. Wikinger, so ein Kram. Weil es halt passt, ne? Ich habe lange Haare, also ich hatte auch eine Zeit lang auch unter anderem und wegen dem Grund diese Ragnar-Lodbrok-Frisur. Hab einen Bart so, hab breite Statur, dicke Wampe. Passt halt so zu so einem Söldnerkrieger, ne? Und halt auch wieder ein Frontliner, ne? Direkt an erster Stelle, erste Reihe. Pulverisieren, reinjumpen, Junge. Und auspowern. Pen and Paper. Ich habe auch eine Zeit lang Pen and Paper gespielt. Vampire. V20. Oder V21? V20, ne? Ja. Pume, kommt drauf an, was für eine Lab das ist. Und mit was für Leuten du da spielst. Also, ne, es gibt dann gut mal so, wo man dann vorher mal kurz, sich mal kurz abspricht. Ne? Sich kurz zunickt, so dass man Vollkontakt geht und so. Also, man sollte das auf jeden Fall schon vorher darstellen. Aber das kann ich auch machen, ne? So dieses kleine, die kleinen Regeln von Live-Action-Roleplay. So diese ungeschriebenen Gesetze, sage ich jetzt mal. Dass man auch aufpasst auf die Gesundheit und so ein Stuff. Vorteil halt bei Live-Action-Roleplay ist aktuell halt auch sehr krass, dass man kein Meta machen kann.
Mehr erzähl ich einfach dann im Stream dazu, Mann. Ja, beim Lappen kann man sich echt verletzen, ey. Wenn du, zum Beispiel, Stichwaffen, die kannst du so gar nicht wirklich ausspielen, so Piken zum Beispiel. Du schlägst eher mit denen, wie so ein zu großes Schwert. Zustechen darfst du nicht, weil damit kannst du dich echt verletzen, ne? Mit diesen Fiebergläsern, die da drin sind. Aber auch so. Also, dein Equipment wird bei den richtigen Events halt auch überprüft, so, ob die überhaupt tauglich sind, ne? Man kann sich wirklich verletzen, ne, bei dem Scheiß. Ist auch keine schöne Sache. Auf San Andreas-Server, wenn er singt, der war immer gut, klar. War ja auch nicht so viel. Ja, ist ja jetzt nicht so fordernd. War eine coole Zeit, aber das war halt Text-RP, ne? Klar kann ich das mal streamen, wenn ich da unterwegs bin, ne? Aber ich hab gestern schon gesagt, ich habe halt nicht allzu viele Freunde, mit denen ich das ausüben kann. Ich habe mit Curtis darüber geredet auch, der meinte auch, der feiert das auch voll, also was heißt voll hart, aber der findet das auch cool, so dieses Lab. Aber der meinte auch so, der hatte auch nie Freunde, die das so... Ich halt die auch nicht, so in Großstädten und so. Das ist so selten, dass du da mal Leute hast, die da auch hinterher sind. Deswegen bin ich in letzter Zeit sehr wenig da unterwegs in der... Weil ich halt keinen hab und halt nicht mehr in der Gruppe bin, so. Warum immer nur, wenn ich weiß, okay, da sind die und die gerade. Da lohnt sich, da mal vorbeizuschauen und so. Da kennst du die Leute und so. Tick. Dasselbe wie hier im Spiel. Man muss verlieren können. Nur das ist halt, im Lapen ist es halt brutaler, so. Im echten Leben kannst du dich nicht mehr vor deinem, also verstecken hinter dem PC. Zum Beispiel hier gibt es einige Kandidaten, die mucken und acten und agieren, wie sie es im echten Leben nicht niemals tun würden. Niemals. Das sind diese sogenannten Internet-Balls. Und im Live-Action-Roleplay sieht man dein Gesicht, man weiß, wer du bist. Das ist echtes Leben, Digga. Und, Leute, die nicht verlieren können und auf Rambo machen, die werden so missachtet von der Szene. Glaub mir, du wirst nie wieder glücklich als Spieler. Weil sowas spricht sich rum, ja. Wenn du da komische Moves machst, Alter, und da auf den Ober-Rambo machst. Eine Katastrophe, kannst du nicht bringen, ja. Ist nicht cool. Und da wird's halt, das ist halt fataler so als hier. Hier in GTA, was soll passieren? Er macht auf Rambo, okay, dann baller ich den um. Und wenn es durchkommt, darf ich den irgendwann hinrichten, so. Dann geht der auf einen anderen Server, macht einen anderen Char, macht dieselbe Scheiße. Aber hier im IRL, im Lab, wenn du da dein Gesicht verlierst, will keiner mehr mit dir spielen, Digga. Da kriegst du auch Probleme mit Spielaufsichten und so. Die dich dann gar nicht erst zu ihren Events zulassen, Alter. Oder du kommst angereist, dann sehen die, ah, du bist der und der. Nee, nee. Geh mal weg. Ja, klar, ey. Wenn ich in der Schlacht als Wikinger, wenn mich einer wegsticht, man muss ja nicht unbedingt sterben, aber ich bin auf jeden Fall kriegsverletzt. Da werde ich erstmal verwundet und so. Also, ne, verarztet und so. Ja, Mann, Blacklisted im L. Hi, Juri. Wie geht's raus? Meine Farbe. Das ist wie... Oh, coole Farbe, Mann. Auch schon wieder weg, hab ich die gerade nicht gesehen, Alter. Ja, hast du echt nicht lange Spaß. Also, die Gemeinde da lebt davon, dass sie da anständig spielt. Aber ey, geh mal auf so ein Lab-Festival. Ich schwöre dir, da will keiner Rambo spielen. Es gibt ein paar Flitzpiepen immer überall.
Umso größer das Event, umso größer die Wahrscheinlichkeit, aber das kommt nicht häufig vor, Mann. Du lernst das einfach nicht in dieser Szene. Du lernst das nicht, Rambo zu spielen. Ja, wie gesagt, ich kündige das an, wann ich das mache, und dann mache ich hier mal so einen Livestream. Notfalls kann man sich das ja im VOD reinziehen. Ich will eure Gefühle nicht verletzen. Ein Psycho-Spielchen einen auf hinterherfahren? I see you. Asahiro, ja. Beim Lab gibt's aber halt Regeln. Es gibt Setups. Es gibt zum Beispiel Setups, spiel das, was du ausspielen kannst. Das heißt dann zum Beispiel, du kannst dann nicht, wenn die Regel greift, kannst du kein Magier spielen, so der, wo du die Blitze gar nicht siehst und so. Oder du kannst nicht, also wenn du dann Assassin spielst und du ausspielen willst, dass du überall rumklettern kannst, dann musst du das also machen, so theoretisch. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt da halt, das erzähle ich euch dann auch, ja? Es gibt da mehrere Spielvarianten, sage ich mal. Wo sind die denn jetzt, die anderen, ne? Ah, ich hab... Ja, Jeff? Jo. Seid ihr? Wir sind gerade hier in der... vor Faruk seinem Haus. Achso, seid ihr auch unten? Weil ich war jetzt gerade Penner parken. Ja, ja, wir sind unten, wir waren gerade am Penner parken. Okay. Ja, ich komme runter, da sind voll die Autos. Ciao. Ja. Heißt denn, so ein übelster Kobold kann ich mit einem Kurzschwert über die Typen auch drüber springen, ausschätzen. Wenn du das ausspielen kannst und die Regel so greift, aber ich glaube, das musst du vorher auch nochmal mit der PL. Der SL, ne, SL, Spielleitung. Erstmal anfragen, ne? Weil da wird viel drauf geachtet, dass man sich nicht verletzt. Ne? Ja, ich bekomme selber immer Lust zu lappen, wenn ich mich selber darüber reden höre. Lapp ist geil, Alter. Okay, Naeli. Ich merke schon, ja, einfach so Informationsbedarf. Wann warst du das letzte Mal auf dem Drachenfest? Das letzte Mal? Vor 2 Jahren. Letztes Jahr nicht, wegen GTA-IP, und davor das Jahr war auch irgendwas. Ich glaube, wegen dem Arbeitsunfall oder so. Ich weiß. Jo. Ja, wo seid ihr jetzt schon wieder hin? Ja, ich war auch bei einer Park, so dann. Ich fahre jetzt aber gerade wieder runter. Die Memo und so, die sind hier unten, ne? Also. Zu Hause, bei Faruk sein Haus oder so. Das ist da, wo die Blauen wohnen, ist halt. Ne, ne, die haben jetzt hier Häuser bei uns. Hast du das überhaupt mitbekommen? Nö. Okay, ja, okay, das muss ich dir noch erzählen. Komm runter in die Straße. Okay. Warte mal, wie haben die Polizisten gemacht? Steigen Sie sofort aus dem Auto aus. Ergeben Sie sich. Steigen Sie aus. War da nicht irgendwas? Wo müssen die jetzt hin? Ach, da drüben.
Ich wollte gerade die ganze Zeit überlegen, warum ich super Bock auf Chicken Wings habe, wenn ich aus dem Haus komme. Aber dann habe ich nur mal das Werbeschild gesehen, dann ist das ja klar. ja, auf jeden Fall, die beiden, die sind hier jetzt gerade bei uns Anwärter, sagt man, ne? Mhm. Ja, ein bisschen aufstocken. Okay. Müssen sich beweisen. Jason wäre halt echt eine Option gewesen, wenn der wenigstens aussehen würde wie ein Latino, Mann. Aber der ist ja so weiß. Scheiße. Das ist halt geisteskrank, ja. Halt der arme Kerl, ja. Der ist so oft draußen unterwegs. Der wird dich brauchen, ich check's nicht. Als ob der so mit 30er Creme aus der Haustür geht, damit er nicht braun wird. Ja, da zeugt ihn in Venen. Obelix-Style. Genau. Ja, mit Judea wollte ich schon immer mal hin. Kam ich nicht. Das Kind in die Buttermilch gefallen oder so. Ja, ohne Scheiß, die Karre eben, ne? Denn bei Alter, du hast recht gehabt, Mann. Du rennst schneller, ne? Spaß beiseite. Ist so, ja, ist ja, so. Sieht zwar cool aus, aber ne, ist nix. Ja, bin ich auch sehr enttäuscht, weil ich hab den alten ja und ich liebe den alten. Das war mein erstes Auto und Alter. Voll verkackt. Dann bauen die da so eine 1-Liter EcoBoost-Maschine rein, da kommt der höchstens auf 170 oder so. Wie kann man denn geht's um den Dominator GTX? Ja, also ich bin nicht schneller als 150 gefahren. Ja. Irgendwie. Komplett versaut die Karre. Bulltune fährt das Ding, glaube ich, 165. Ja. Ein echtes Meisterwerk. Ja, optisch eine 12 von 10 und naja. Ja. Naja. Das ist so ein Schaf im Wolfspilz. Ja, so ungefähr. Ja. Bei dem auf jeden Fall. Also boah, so ein richtiger Fickfehler. Also so eine Missgeburt ungefähr. Missgeburt. Wo ist der hin? Wie sieht's eigentlich aus mit Blunt? Was hast du gesagt, Memo? Wie es mit Blunts aussieht. Einfach so, wo ist der hin? Mimo, manchmal denke ich, frage ich mich, ob du einen imaginären Freund hast, der so auf deiner Schulter sitzt. Wie unsicher er einfach lacht. Nee, alles gut, Mann. Was ist denn mit Blunts? Der Jason hat mir letztens 10 in die Hand gedrückt. Ich habe da auch ein bisschen mitgeholfen, weißt du? Ja. Drehen und alles. Und ich habe gerade eben auch nochmal 5 Stück verkauft. Ja. Ich bräuchte wieder ein paar. Ja. Ich weiß nicht, wen ich da fragen soll am besten. Ja, wie viel brauchst du? Keine Ahnung, 10 oder so wieder. Ich hab mir ja ein bisschen aufgeschrieben gehabt. Habt ihr eigentlich die Schlüssel bekommen von dem Lager? Nee. Nicht die Schlüssel, nee. Nee. Ja, dann kommt mal mit. Also geht da trotzdem nicht ran, aber die Schlüssel solltet ihr trotzdem haben, falls ihr mal die Koppers reinlaufen, Alter, und wir alle Waffen brauchen, dann solltet ihr ja auch daran können, ne? Ja, ja, nee. Ich stand halt mit Cooper und Jason und da hat auch ein bisschen was gemacht, weißt du? Ja. Dass wir ein bisschen was haben. Ja, dann kommt mal runter zu Denbers Haus und gebe ich euch da mal die Schüssel. Okay. Ich warte halt auf Jamar, weißt du, wegen dem Geld. Ja. Ich hab's mir alles aufgeschrieben, dass der das Geld bekommt. Na, irgendjemand meinte, der macht es mit dem. Ja, ja, der macht da die Kasse drüber. Genau, deswegen, alles gut. Oh, mit Käse überbacken, dann krieg ich schon wieder Hunger. Jo, gönn dir, Jacko. Ein Hurensohn hat schon wieder die halbe Kleiderschrank ausgeräumt. Ja, ich glaube, bei mir hat der Jason auch mal schön wieder zugelangt. Der, komischerweise läuft er jetzt mit meiner Hose rum. Boah, ich raste hier aus, Alter. Ich geh jetzt in die Klamotten. Okay. Ist so, alles schmeckt besser mit Käse überbacken.
Dann Memo, geh mal einen Schritt zurück. Mit Faruk. Hier den Schlüssel. Kommst du mal, Memo? Ja, den Schlüssel. Danke dir. Du kannst direkt noch ein paar Blanz rausnehmen. Okay, perfekt. Aber ansonsten nicht dran gehen. Ja, ansonsten fragt einfach egal wen von uns, einfach mal kurz Bescheid sagen. Ne? Okay. Und dann, weil die sind da schon ein bisschen geübt darin, so, weil man muss hier echt aufpassen mit den Helikoptern und so, die hier oben rumflattern und alles. Ja, ich weiß. Okay. Ich nehme einfach mal 10 Stück raus und dann. Alles okay. Danke. Alles gut. Wieder raus, so. Jo, Dämmer. Ja, ich weiß nicht, wie interessant das ist, aber hier lungern so 3 blaue, ich weiß nicht welche das sind. Lungern hier am Klamottenladen. Okay. Ja, das sind in der Regel die neuen, weil die, weil wir kein Problem haben, die trauen sich dann auch hier in unsere Ecke, weißt du? Mhm. Ja, weil wir bis jetzt noch keinen Stress hatten. Ne? Weil die anderen laufen hier, die haben gar keine Eier hier rumzulaufen, ne? Weil ja. Die werden aktuell eh von jedem gejagt. Wo sind die neuen Blauen denn ansässig? Memo, Faruk? Ja. Die neuen Blauen, wo sind die denn ansässig, die Crips, ne? Ich glaube überall von den Vagos. Irgendwo. Also. Da, wo die Blots sind, oder? Also, die Blots sind ja auch da, ne? Ja, sind auch okay, auch da ums Eck von der Impound, wo die Blots aus sind, ne? Ah, okay, dann macht das Sinn, dass die hier rumstehen. Ja, das macht dann echt Sinn, ne? Ich glaube, die anderen, die fahren eher hoch in den Norden, weil die haben hier in der Stadt echt miese Angst. Weil hier sind ja die Roten, alle sind hier. Ja. Okay, alles klar. Okay. Ganz kurz, weißt du eigentlich schon von dem, dass wir Lager umgeräumt haben? Nö. Praktisch jetzt hinter Theresa im Haus ist das Lager jetzt. Okay. Also wenn du praktisch von hinten auf sein Haus drauf guckst, die rechte Tür. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wo Therese wohnt. Der wohnt praktisch, da, es ist ja dein Haus, dann kommt praktisch nach links weg. Da hat Jason sein Haus und dann kommt Tyrese sein Haus. Das ist hier mit diesem Verkaufsschild und diesem Zaun. Ja, 2 Meter oben von sein. Ich guck jetzt gleich mal. Ja, ja. Besser, wenn ich mir das angucke. Okay. Alles klar, man. Jo. Bis gleich. Wir sind da hinten rausgefahren. Wir wohnten neben dir, Faruk. Coop wohnt da 2 weiter unten, glaube ich. Ah, dann ist der Coop da gerade rausgefahren, ne? Oder Jason. Der hat ja auch einen Schlüssel zu dem seinem Bruder. Ja. 10 hast du rausgenommen, ne? Ich hab 10 rausgenommen, genau. Okay. Soll ich mir das auch irgendwie aufschreiben? Oder? Kannst du dir selber auch aufschreiben, aber das kannst du jetzt sein lassen, das notiere ich, ja. Okay, geht klar. Da weiß ich Bescheid. Okay. Perfekt. Also ich denke, ich werde das dann echt am Montag machen. Ich werde mich dann vorher noch ein bisschen informieren, was man alles so ansprechen kann. Dann einigen wir uns einfach, dass wir am Montag um 18 Uhr, Montag 18 Uhr, also in einer Woche genau, Montag 18 Uhr Lab-Talk. Dann sind das eher dann größere Mengen. Da muss ich das nicht mit mir rumtragen. Ja, die haben auch gerade eben 5 Stück genommen, ist ja alles gut. Jason hat schon zu mir gesagt, ich darf auf jeden Fall nicht Tim als seinen Kunden wegnehmen. Der Tim ist verrückt, Alter. Ich glaube, mit dem hat man allein schon einen Wochenumsatz von um die 50.000. Der ist verrückt. Ja, klar, on stream. Oder halt, wenn ich mal tätowieren soll ich das mit so. Mir alleine machen, oder was? Geht die Stadt gleich mit an und verlangt 2.000 Dollar mehr fürs Tattoo. Apropos Tattoo. Wie hieß der nochmal? JK? Ne? Ja, also nee, ich zeig dann auch Material, Videomaterial, JK, Fotomaterial. Der tätowiert auch umsonst. Also euch. Mhm. Was geht ab? Was treibst du? JVA? Was hast du angestellt? Alles Knastis. Wie lange musst du sitzen?
Ja, okay, ist ja nicht so. Okay. Ja, oh, peace, Jungs, was geht ab? Was geht ab, Coop? Alles fit? Jo, peace. Ja, und selbst? Nice, ja, auf jeden. Gerade aufgestanden, ey. Nur ihr drei da, oder? Ah, Denver ist noch im Shoppen. Oh, Shopping Queen Denver, ja? Letztes Mal, als ja. gesagt wurde, Denver ist Shoppen, Alter, war da irgendwie zwei Stunden mit Güffi weg, Alter. Ja, dem seine Klamotten sind weg gewesen, eigentlich, keine Ahnung. Aha. Der hat wahrscheinlich seinen Koffer verloren, der war ja irgendwo auf dem Festival. Ja. Oh, geht sonst irgendwas? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö, nicht wirklich. Richtig tote Hose heute. Ja, heute ist richtig tote Hose. Sandra, danke nochmal hier. Boah, ich hol mir mal kurz was zum Ziehen hinten aus dem Shoppen da, ne? Ja, ja. Danke für den 10 Mäuse, danke für den Support, jo. Einfach weil ich motiviert bin. Merci. Apropos, ich hab noch im Tattoo-Laden hab ich noch übelst viel Zeug von mir rumflattern. Was zum Ziehen. Okay. Wenn du willst, kann ich dann auch nach hinten packen. Kannst du auch machen, ne? Oder lagerst du bei dir irgendwie, dass sie da auch flexibel mal drankommt. Falls dir mal ein Heli über der Hut fliegt, weißt du? Ja, ja. Ist auch immer gut, wenn man das ein bisschen... Ich habe auch hier und da Autos liegen und so. Die ist ein halbes Kilo oder so. Ja, okay. Das ist eine Menge. DJ meinte, die ganze Temple Drive sitzt da ein. Und noch ein Typ. Ja, ja, es ist bei den Places. Wir haben die schon wieder eingestellt. Die möchte gern Gangster. Keine Ahnung. Wer hat was angestellt? Hallo. Temple Drive sitzt komplett im Knast, keine Ahnung warum. Hi. Ach du Scheiße. Oh, hi Charlie. Was geht's, Charlie? Nicht viel bei euch. Och. Hat rausgekommen. Wo ist Jason? Der ist ja bestimmt auch unterwegs, oder? Nee, auch nicht erreicht heute. Der ist schon probieren. Meister, wisst ihr das? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Der wollte heute Nacht noch arbeiten gehen. Oh, Alter, was uns heute Nacht noch passiert ist. Holy shit. JFK und ich, wir fahren zum Marihuana-Feld. Wollen da gerade meinen Transporter voll machen. Kommt da irgend so ein Vince vom Lost, also vermutlich Lost, labert uns da voll, von wegen, der alte Mann hätte sich bei denen beschwert, bla bla und so weiter. Also haben wir zu dem gesagt, hier, wir sind schon ewige Zeiten hier und bla, und dann war auch alles cool. Und dann meinte er, er muss kurz telefonieren. Er kriegt gerade einen Anruf, läuft 10 Meter weg, telefoniert. Und keine 2 Minuten später stehen die Sheriffs vor uns. Okay. Und ich habe noch zu JFK gesagt, irgendwas stinkt an der ganzen Sache jetzt gerade. Und ich habe halt zwar gesammelt, aber immer wieder weggeschmissen. Und hab zu JFK gesagt, ist ja gut, ich erzähl's ja keinem, alles klar. Ja, dann wollten die Sheriffs uns hochnehmen, aber haben nichts gefunden. Penner. Jeff! Hä? Aufwachen. Was? Ja, ist gut. Okay. Ein paar bisschen komisch. Also hat der Lust, dich da oben verpfiffen bei den Sheriffs? Ja, klar. Also so sieht's jedenfalls aus. Beweise dafür haben wir nicht, aber so sieht's aus. Naja, war ja klar, dass die da irgendwie da mit den Sheriffs zusammenarbeiten, ne? Also der El Capitano Nathaniel, no drugs in the north, drinne minor. Der meinte, dass der sich abkoppelt von dem Lost, dass die da nichts mit zu tun haben. Ja, ja, Bullshit. Und da meinte ich zu ihm, so, wenn ihr da nichts mit denen zu tun habt, so, dann werde ich die auch nicht zur Rechenschaft ziehen, sondern. Also nicht genau so gesagt, aber das. Wer Aber wenn die anfangen zusammenzuarbeiten, dann werden doch Konsequenzen folgen in die Richtung. Natürlich, wenn da wirklich was ist, müssen wir erstmal gucken, ne? Was mich interessiert, wer hat denn Salz eigentlich momentan? Haben die Napas-Kinder sich das jetzt zurückgeholt? Oder hat das immer noch der Lost MC? Was hat sich Vero zurückgeholt?
Salz. Wer hat da den mit der Frau da den Deal momentan? Weißt du das? Boah, nee. Das würde mich mal interessieren, ob den Napas-Kindern sich das wiedergeholt haben oder ob der Lost MC das immer noch hält. Gute Frage, Mann. Ruf mal den Napas-Kinder an. Waren da nicht irgendwann mal die Vargos dran an dem Salz? Ja, aber die haben dafür bei dem Bonus gezahlt. Okay. Ich glaube 20 Schiesen die Woche oder so was haben die gezahlt. Aber das, wo, zu der Zeit hat das Ding. Ey, Kampfwaffel übrigens, ist. Danke für den Bit, Alter. Ich glaube, dass mittlerweile da genauso viele Leute fast arbeiten wie beim Fat Tony oder Dimitri, wie er jetzt auch immer heißt. Das ist ja ekelhaft, was beim Salz los ist. Echt? Ja, ja. Ich hab mitbekommen so viel. Jason sagte gestern noch zu mir, wenn demnächst alle, die da momentan als Geselle rumfahren, Meister werden, ist da richtig Party, Alter. Ich glaube, wir haben noch Eisen, ja. Okay. War einer schon bei Eisen gucken heute? Nee, ich habe von gestern noch was in der Tasche. Zum Glück hat ihr es angesprochen, weil ich konnte das jetzt nicht mehr ansprechen. Sollen wir mal kurz fahren? Ja, können wir machen. Alles klar. Bis gleich. Jo. Bis gleich. Wer ist denn jetzt der Boss da von der Werkstatt, wo der Man of the North das nicht mehr macht? Hier der Chimichanga, der Bruder. Warte. Jonathan Black. Okay. Bei Curtis wollte sich ja mal mit Yuri und damals noch hier den Nathan irgendwie treffen zum Quatschen, was ja aber irgendwie doch nicht so weit gekommen ist. Und da sagten wir ja damals schon, die sollen uns einfach mal, aber da dachten wir, die haben Eisen und Salz, dass sie uns halt den Salzhändler abgeben, weißt du? Weiß halt nicht, was sollen diese Rocker damit, wenn die eh sagen, die machen da nichts mit, können sie uns das auch geben? Wir sind Ehrenmänner, wir kaufen, machen da keinen Scheiß mit. Guck, Alter. Ja, ganz ehrlich, lieber uns? Ja, klar. Als irgendeinen anderen Spaß, die Club, der hier rumrennt, Alter. Monster Eis, danke für die Bits, Jo. Upp-di-dup. Weil die sagen ja, die machen da eh nichts mit und so, Alter. Können die auch drauf scheißen. Wir machen da bessere Sachen mit, brauchen die keine Angst haben. Ja. Ich hab den Salzhändler nie wirklich auf dem Schirm gehabt, ne? Ich bin halt immer davon ausgegangen, dass die Napas-Kinder sich da draufsetzen. Ja, so wie ich mitbekommen habe, war das ja irgendwie am Anfang, war das auch so, aber dann irgendwie nicht mehr. Dann hat der Lost das einfach die ganze Zeit gehabt. Wusste ich gar nicht, ja, dass die sich darauf gesetzt haben. Was, den Napas genannt? Oder den Lost MC? Lost. Ja, weil die ja nicht nur keine Drogen in the North haben wollen, sondern die wollen ja auch nicht, dass wir Ghetto-Kids hier Schwarzgeld und so kriegen. So hat mir das Dings erzählt. Ah. Maurice. Buddy to Bay ist bei dem Ölhändler, ne? Bei dem großen Parkplatz, Spontanparty und Tuning-Treff. Spontanparty? Ey, diese Tuning-Treffs sind so langweilig. Da gehst du hin, guckst dir alle Autos an, fertig. Die sollen mal irgendwie rennen oder so danach machen. Bullshit, Alter. Läufst du einmal im Kreis, hast alle Autos gesehen. JFK da hinten, ja, ne? Der ist gerade wieder zurückgelaufen. Kann ich den Davis mal anrufen, ob die sich den Salzhändler zurückgeholt haben? Danke für die Bits, Jo. Würde das echt interessieren, wer den einfach nur hat? Zebra TV und. Was? Ist da TD85? Danke. Oh. Muchas gracias.
Der ist nicht da. Der Pisser wollte heute noch ein Rennen fahren mit seiner Hakutschule. Memo, bist du ihn mal gefahren? Nee. 250, welche? Alter. Ja, die Drag Hakutschule. Nee, die du hast, die teure halt. Okay, nee, noch nie. Akutsche Drake habe ich mir vorgestern sogar noch angeschaut, oder? Aber ich glaube, die ist sogar langsamer als die normale Akutsche. Nee, ich bin Davis seine Gefahren, Alter. Bruder, du fährst überall auf dem Highway 250 bis 260. Und ich glaube, wenn du statt einwärts dich dann nicht nach vorne beugst, sondern den Reifen hochziehst, knallst du mit Dingen Teil über 300, easy. Dann sollten die von Walkers das aber mal auf der Homepage ändern, Mann. Ich glaube, genau aus dem Grund hatte ich dann einen Upturn auf die Maschine. Weil die langsam ist, ne? Also da angegeben, die ist... Ja, genau, die ist 10 km/h langsamer als die normale Kutsche, steht da. Ja. Ich bin gestern, Hi, JK. Ja, gestern damit gefahren. Hi. Geht richtig ab, Alter. Der Davis hat die jetzt ja. Richtig nice, das Ding, Alter. Wohin, wer, was, wo? Die Hakuchu Drag. Die geht ab. Ah, dieses komische, hässliche Motorradding, ne? Find die nicht so hässlich, Alter. Schon geil. Wie geht's dir, Jufke? Heiner. Heiner? Ich hab grad nochmal im Van ein bisschen aufgeräumt. Vorbildlich. Aha. Du hast da nichts Neues gehört, oder? Nee, aber ich würde sagen, wir machen einfach die Tage dann jetzt auf. Scheißegal. Erstmal ja. Die 69er und Dings-Zigaretten verkaufen. Langt ja erstmal. Ja, hast du gerade irgendwas vor, oder sollen wir einfach mit dem Van da hoch runterfahren? Jetzt dahin? Warum nicht? Keine Ahnung. Du hattest doch heute deinen Dönerladen auf, oder? Ich hatte den schon auf, ja. War da was los? Waren schon ein paar Leute da, ja. Aber nicht, aber man hat schon gemerkt, dass heute so die letzten paar Tage so, keine Ahnung. Leute hängen, glaube ich, zu Hause ein bisschen rum, ja. Würde Sven so machen, Jufke, dass wir das einen Tag vorher ankündigen und nicht wieder so spontan machen. Ja, ein Bit-Dinger habe ich, Ja, wie du meinst. Praktisch ohne Leute. Aber wenn du sonst schon spammst, dann wenigstens zwei, ja. Danke. Öffentliche Fahndung. Wer wird gefahndet? Marcello Montero. Was ist das denn? A.K.A. Yellow Cello. Alias Young Motherfucker Cello. Montero Marcello Yellow. Also einer von denen mit den gelben Schuhen, oder? Ich glaube, der ist Yellow, ja. Kenne ich auch relativ gut. Was hat der Hurenbock verbrochen? Ich hab keine Ahnung, was der da macht. Frag doch mal! Soll ich mal fragen? Was fragen? Den Cello, soll ich mal fragen, was los ist? Oh, Jeff Campbell. Aber das ist wohl ein bewaffneter Räuber. Ja, ich denk mal, der hat die Shops ein bisschen ausgeräumt oder so. Verbrecher! Wider mich an! Bäh, ekelhaft. Boah. Voll der Jelly.
Typ, der heißt auch Jay Spectre. Ich hoffe, ich habe nicht seine Finger, Alter. Arbeitertyp. Dieser Jay Spectre. Ich hab doch gestern von irgendeinem so Spectre die Finger bekommen. Aber wie kommt er jetzt drauf? Ja, weil ich gerade auf Pipe unterwegs bin. Das ist ein anderer Jay Spectre. Also, ja, hinter dem Haus. Boah, bei den Roten war der damals. Vater, wie viele gibt's davon? Typ. Ansonsten hast du so eine. Jay Spectre, den Namen habe ich irgendwie schon mal gelesen, Alter, oder so. Kann es sein, dass man ein Auto verkauft hat? Oder 10? Nein, ne? Ja. Ich glaube eher so 10 oder 20 oder so. Oder ja. Gab der so drauf wie Mago? Okay, hab schon gerochen, wo das ist, Alter. Da habe ich die Zahl mitbekommen. Alles gut. Oh. Sorry. Gut. Müde. Müde. Na, ein bisschen Schnee und dann bist du fit. Nee, Alter. Alter, Simba, ich hab gestern so einen Typen Dein Nein verkauft, Alter. Ja. Dann hat er mich später angerufen, dass er im Knast sitzt. 1800 Tagessätze. Was? Ja. Was hat denn getrieben, Alter? Typen entführt oder eine Tusse irgendwie, keine Ahnung. Der steht auf Blut. Okay. Ah, der Freak aus dem Park ist, der Kefka war da auch dabei. Und der Kefka, haben die Russen mir erzählt, ist dem Typen irgendwie ins Messer gerannt, Alter, und wurde auch abgestochen. Hat dann aber erzählt, dass er auch entführt wurde. Wow. Krass. Ja, der Vinny hat ja gesagt, jeder hat Bock auf was anderes, ne? Hat er jetzt eigentlich die neue Rezeptur mal rausgehauen da? Ne, den haben wir noch nicht wiedergesehen. Okay. Hoffentlich ist er nicht tot, Alter. Ey, es gibt ein spontan Tuning-Treffen. Ja, ja, habe ich schon vorhin gesagt, aber. Gruppe meint auch, ist ein bisschen langweilig immer. Oben ist es beim Ölhändler, ne? Mhm. Aber bevor wir jetzt gar nichts machen? Ich hätte auch vielleicht vorgeschlagen, einfach mal hinzufahren, ich weiß nicht. Wenn ihr Bock habt. Oh, mir ist heute egal. Ich hätte schon Bock. Packt jeder sein schickstes Auto aus? Bookrin. Ich hab keinen. Genau. Nächste Tuning-Treffen wollen wir dann mit dem Centorno und so einen Scheiß an. Ich hab den XLS von der Charlie noch bei mir. Weißt du das denn, Demba, mit dem Centorno? Nö, ich weiß gar nichts. Ah, sorry, ja, das ist, ich hatte eben, das war mir eben echt nicht im Kopf. Manchmal kommt das erst, ne? Der ging ja eher an die anderen auch. Ja. Curtis und Jason, die haben einen Centorno bestellt. Beide einen? Nee, zusammen, die haben zusammen, also... Übertreibend direkt nimmbar. Also, damit wir uns den also hier teilen, so Neckhoff-mäßig. Okay. Der kommt wohl am Freitag oder so. Cool. Der kann dann fliegen, oder was? Weiß nicht. Wenn so ein XA21 schon über 360 km/h fährt. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Kampfheli. So wie das UFO eben. Memo, du hast doch so viel Kohle, ne? Wieso hast du kein Auto? Ist so, Memo. Ja, ich bin jetzt gerade noch ein bisschen am Chillen wegen dem Kebabhaus, weißt du? Ja. Da müsste ich auch noch vielleicht so einen Truck oder so kaufen und danach. Ja, aber Memo, mit dem Geld könntest du dein Kebabhaus 6-mal aufmachen. Ja, schon klar, aber ich chill halt noch ein bisschen. Der Chino ist ja bestellt und ich werde mir auf jeden Fall noch eine Karre noch holen. Du hast fast eine Mille, Alter, also. Ja, fast 750.000 oder so fast. Ja. Dafür halt nur noch ein Haus und alles, ne? Ist ja klar, aber ganz entspannt erstmal den Chino ein bisschen. Ja, Craig und ich verkaufen auch Edda und X21, gehen noch ein bisschen ackern und kaufen den X80 Proto. Ach du Scheiße.
Alter, eine dumme Fresse, Alter. Aber ich werde mir was Geiles auf jeden Fall noch holen. 4,4 Millionen auch ist doch der nichts, verkackte Alter. Proto, Alter. Sieht halt aus wie so eine Arschgeburt, Alter. Egal, aber 4,4 Millionen, Mann. Es geht ja nur, damit jeder weiß, Alter, da rollen 4,4 Millionen Dollar an mir vorbei. Ja, okay, das ist schon eine Hausnummer. Der sieht halt echt aus wie eine Arschgeburt, ne? Da machst du nichts dran. Der ist so hässlich, der Wagen. Ja. Oder 600.000 drauflegen und diesen Z-Type holen. Der kostet 5 Millionen, glaube ich. Das ist halt echt, puh. Wollen wir hochfahren? Warte erstmal hier, die haben doch gerade da. Ja, ja. Hallo. Hi. Hallo. Na, bin ich. Das hat sogar diese Yui geschrieben. Was? Ja, da ist sie, die immer so neben dir tanzt. Im Welche Yui? Die Absender. Die wir letztens nicht getroffen haben, die auch deinen Nein haben wollte. Ja, aber ich vertraue da trotzdem nicht. Das ist irgendwie eine von der Yakuza, ne? Ja. Aber das Tuning-Treffen halt, ne? Darum ist geht's. Komisch. Die ist voll lieb, ja. In letzter Zeit öfters mal so Tuning-Treffen da oben in Sandy Shores bei dem Flugfeld da. Mhm. Aber mir ist nach einer Ruhe. Dann parkt jetzt jeder sein schickstes Auto einfach aus, wenn die fertig sind, und dann lass uns mal losrollen. Ja, mit der Hakucho will ich ungern fahren, ey. Genau, ich fahre einfach Limousine. Memo fährt einfach die Limousine. Hat keiner den Schlüssel von Shorty hier? Kann irgendeiner mit Shorty's T20 fahren? Nee. Nope. Ich kann meinen Felser mitnehmen. Wo geht's eigentlich hin? Paletto Basin, spontanes Unit. Beim Ölhändler mal schon vorbeischauen. Tango. Ah, so gesehen. Wo ist das? Sagst du? Beim Ölhändler auf der großen Park, auf dem großen Parkplatz. Beim Ölhändler, okay. Ja. Ja, sollen wir oder? Ja, abfahrt. Okay, packt euch die gut. Taschen voll mit Drogen und. Den hier, als ob die da irgendwie noch so einen Anpfiff erwarten, ne? Danke für die Witz, Sandra. Aber gut, ja. Hill. Elaui.
Glory Blade, ja. Aber ich hab die halt nicht rund um die Uhr laufen, ne? Aber meine Songs sind auch so geschrieben, dass ich die MLP auch verwenden kann, ne? Also ich höre die Musik, ja, darauf kommt's an. Muss der mal dann bitte Shotcall oder was? Ey, bitte kein Halbwissen, ne? Niro, wenn du so kommst, dann denke ich mal, dass das ein Support-Thema ist und dann breche ich auch einen Support an. Aber ich kann jetzt drüber zu reden. Weil ich bin da keine Garantie. So. Breche einfach direkt einen Support an. Ne? Die beißen nicht. Nairo, die Sachen sind einfach in deinem Inventar drin. Das siehst du? Nur für Männer aktiv. Wenn da nicht aktiv draufsteht, musst du da draufklicken und das anziehen nochmal. Und jetzt Items. Geh dir neue Sachen kaufen, Bro. Weil im Shop gibt's auch nochmal ein Inventar. Wo du dann sagen kannst, hier gekaufte Items. Und dann kannst du die mitnehmen. Im Inventar.
yeah, I spend a stack, get it right. Hier geht ja richtig die Post ab. Das knallt ja ordentlich. Bin mal gespannt, ob die Cops hier auftauchen. Ja. Werden sich dann bestimmt eine andere Straßenseite irgendwo. Okay. Sah so aus, als ob der hier rein will, ne? Ja, ich dachte gerade auch hier ist. Hallo. Hi. Yo, peace. Ich freue mich auch schon auf den Chino, Alter. Ha? Er hat mir auch einen bestellt bei Larry's. Was schaut hier eigentlich? Keine Ahnung. Ja, beim Einkaufen. Verkaufst du deinen oder was? Ja. Okay. Was willst du für den Chino? Was gibst du mir für den Chino? Was zahlst du bei Dingen dafür? Ich glaube, der kostet neu 31,9 oder so. Irgendwie so um den Dreh. Ja, 31,9 habe ich bezahlt. Und geile Karre. Aber würde ich dir 31,9 dafür geben? Cool. Aber ich muss halt erstmal irgendwas von mir loswerden. Ja, und ich muss erstmal Shorty fragen, ob der den noch will. Ich geh jetzt rüber zu den Gelbschuhen und frag, wo Cello ist. Ich möchte 5000 haben. Ich will wissen, was der eingestellt hat, um da drauf zu kommen. Wie ist die Mailadresse von Shorty? Ich hatte mal mit dem geschrieben gehabt. Boah. Frag mal Jason. Jason hat die, weil Jason hat ihm letztens eine Mail geschrieben. Shorty@mail.ls. Einfach Shorty@mail. Ja. War so einfach. Genau. Oh, ich dachte gerade kurz, da hinten steht ein Chef da mit Flügeltüren. Oder hätte er auch was? Ah, meinst du, das passt, Alter? Flügeltüren sind immer geil. Wie viele Italys stehen eigentlich schon wieder hier? Eins, zwei... Viele. Was am Überlegen, mir einen Tempest dazu holen? Von denen sehe ich jetzt gar nicht mehr so viele. Oh, ich habe echt ein paar gesehen wieder. Im Stadtpark stehen doch ständig irgendwelche. Ja, ja. Ja, aber das sind so die immer die drei gleichen. Der Pariah ist halt echt hübsch. Nicht übel. Was wird denn auf Piper gerade verkauft? Nicht außer Cello. Mann. Außer Cello? Ich geh jetzt wirklich darüber und frag, wo sind die hin? Sag dir mal, was abgeht. DJ ist ja da. Ja, ja, da hinten ist das auch seine Karre. Ja, ja, da hinten vor den Dixie-Klos. Geht nicht ran. Du
Musste wahrscheinlich mal wieder schneller gehen bei dem, deswegen stell dir direkt davor. Ja, der verkauft sein. Weißt du nicht mal, was ein Pariah ist, Mann? 50.000. Fuck. Komische Motorrad oder was auch immer das sein soll, Alter. Das hat drei Räder, ist das nicht was für dich, Memo? Ach, hör auf. Ich erinnere mich noch, wie wir da alle zusammen, wo waren wir denn da? Bei Hotel Moskau und du mit dem Motorrad da erstmal einen Abflug gemacht hast. Ja, vorhin hat es auch ein bisschen Aua gemacht, Alter. Aber nicht der Räder jetzt. Memo, weißt du, nur mit der Nase, glaube gegen... ich, einfach den Dubster oder so geben. Oder einen Camacho. Ich glaube, das ist das. Aber drosseln auf 40 km/h. Nein, nein, alles gut. Der Stützräder. Oder? Ah, nein. Ich muss aufhören. Auch beim Fahrradfahren ziehst du einen Helm an. Genau. Nein, Alter. Motorrad ist gefährlich. Weiß ich. Hier ist auch nichts Weltbewegendes, ne? Nee. Oh. Boah, Alter, ich glaube, ich gehe jetzt gleich pennen. Echt jetzt immer? Ja. Bin sowieso voll im Stehen einschläft oder. Ja, ob ich jetzt hier im Stehen einschlafe. Und jetzt geht sowieso nichts. Keiner benimmt sich daneben. Da lass langweilig. Will irgendjemand in den Knast oder so? Wenn du was machen willst, Demba, keine Ahnung, Alter. Okay, dann auf wen boxen wir, ha? Huh? Nicht einfach so. Obwohl doch, einfach so ist eigentlich meine Art, aber. Heute nicht. Ich bin zwar alles zu müde, Alter. Ich hab keinen Bock auf Stress. Ich glaube, würde jetzt einer Stress anfangen, würde ich eher ausrasten, anstatt da ernst bei der Sache zu sein. Einfach nur, weil ich keinen Bock auf Stress gerade habe. Kennst du das? Du willst einfach nur chillen und einer geht dir übelst auf den Sack, Alter. Und du rastest dann komplett aus, weil du einfach nur deine Ruhe haben willst. Oh. Und die Ruhe werde ich mir jetzt gönnen. Ich werde mir jetzt einen guten Porno reinziehen und dann werde ich einschlafen. Jawohl. Was läuft bei dir? Okay, ich gehe jetzt schlafen. Viel Spaß aber. Aber erst gehe ich nach Wichsen. Tschö. Gönn dir. Ja. Gönn dir. Ne, der sieht von vorne halt richtig. Das ist ein Flummi. So meins. Wollt ihr mal reingucken? Ja, willst du mal die Türen aufmachen? Ja, klar. So. Oh, das hat natürlich schon wieder... Das hat mich ziemlich überzeugt bei dem Wagen, wegen der Innenausstattung. Ne? Das ist ja, ziemlich das ist dezent, aber edel, ne? Aber der Name, der macht's halt dann auch, ne? Ja, ja. Ja, hat was. Aber der ist halt zu flach, ne? Also... Da fehlt, also passt so, ne? Ich hab dem damals mal, vor 10 Jahren oder so, mal in so einem Hip-Hop-Video gesehen. Und ich wollte den genauso haben. Ja, gut. Dann ist natürlich aber. Und ein Pluspunkt gibt's für die Lichter, weil die so ausfahren. Ja, das stimmt auch, ja. Aber das hast du ja auch noch bei anderen, ne? Der Tourismus und so. Ja, haben ein paar Autos, ne? Aber ist halt trotzdem immer wieder geil, ne? Ja. Wenn das bei meinem Auto immer passiert, dann ist schon, jedes Mal. Geil, ja. Also, was fährt der Spitze? Das Maximum, was ich erreicht habe, war 209 oder so was. Okay. Ist ein normaler Sport, ne? Ja, ja. Also, es ist halt klassischer Motor drin, ne? Also, ich habe da auch nichts erneuert, damit der Sound auch original bleibt. Achso, also kein Motor-Tuning. Ja, ja. Und, also so im normalen Straßenverkehr ist so 195 so, aber halt Spitze ist dann mal was höher, aber im Schnitt sind so 195. Willst du mal anmachen? Ja, ja, klar. Mal Sound checken? Ja, ist okay, ne? Ist okay. Ist okay. Also geht besser, ne? Ja, wie gesagt, ne? Also ist halt eine optische Sache bei mir. Das Kennzeichen gefällt mir, V8. Ist dann V8 drin? Soweit ich weiß nicht, ne? Okay. Ja,
Also bei dem ganzen Gescheiß kenne ich mich auch gar nicht aus. Ich wollte einfach nur den Originalsound haben und dass der halt auch genau so die Farbe hat und mit den Türen und alles. Ja. Ja, kann man machen auf jeden Fall. Ist ein bisschen so aus der Kindheit einfach, weißt du? Das wollte ich unbedingt haben. Gut. Das ist natürlich. Dann macht es was her, ja. Also meins wäre es nicht. Ja. Ja, ist auch nicht für jedermann, ne? Nee, das ist sagen wir ja auch langweilig. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Auto. Ja. Hat was. Also ist speziell, aber hat halt was, ne? Ja. Sache Design. Haben nicht viele Autos. Also halt. Ja. Kommt zu halt deinem Auto, würdest du auch nicht alles sagen. Merkt man dann aber halt irgendwann auch im Popo, ne? Also ist halt ein Klassiker und so flach auf der Straße. Ja, gut, bei ein paar Schlaglöchern so, da tut dann schon irgendwann mal weh, ne? Das habe ich auch an meinem Tropos auch. Da sitzt halt auch quasi auf dem Boden. Ja. Deshalb. Aber das ist ja auch beim Italy. Der Italy ist ja auch so flach gehalten. Ja, ja, genau. Das Ding ist halt nochmal flacher, weil das so abgerundet irgendwie ist. Das ist halt geil. Das ist eine geile Karre, Mann. Das ist ein schöner Klassiker. Der hier, ja. Flügeltüren passt perfekt. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was kostet der? Der kann also wegen, weil da irgendwie ein Scout losgeschickt wird, kann er bis zu 400.000 kosten. Ich hab damals, meine ich, 330 bezahlt. Das ist ein Scouting-Auto? Also ist halt ein Klassiker, der wurde damals, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals musste man das Scouts halt durchschicken und auch bezahlen für. Wo ist er denn? Der Infernus Classic. Das ist echt ein geiles Teil, Mann. Ich warte mal, das ist gar. Warte mal, ich dachte, das wäre ein anderes Auto. Ich, ach krass, ja, okay. Du warst voll überzeugt. Ich dachte, das ich sag wäre. Dir doch, das ist nicht der Penetrator. Ich dachte, das wäre der Austin Penetrator, weil der sieht genauso. Also auf dem Bild. Nee, das ist praktisch hier vom Pegassi Infernus der Klassiker davon. Den gibt's ja nochmal in der neuen Version so und das ist praktisch der Klassiker davon. Ja, aber der Penetrator sieht halt ziemlich ähnlich, ja. Obwohl, nee, der ist noch ein bisschen hässlicher. Ey, guck dir mal mit dem Penetrator an, das ist das hässlichste Auto, was es gibt. Ja. Ja, also ich von den anderen Classic-Fahrzeugen würde ich mir jetzt auch nicht wirklich einen holen. Das war halt, wie gesagt, ne, ist halt Kindheit. Aber es gibt noch ein paar schöne. Ja, gibt auch ein paar schöne, aber jetzt. So, ich würde es mir trotzdem nicht holen, weil ich fahre in der Regel so Lowrider und sowas, weißt du? Okay. Und das ist einfach so halt dieses. Wie gesagt, ne, in der Kindheit so voll gefeiert, dieses Auto. Ich meine, das fährt ja so in diesem Look und so eigentlich nicht mehr oft rum, so. Hab ich noch nie gesehen, die Karre. Aber ich wollte es halt genauso haben. Aber hat was, wie gesagt. Ist halt, sieht man nicht alle Tage. Sind ja. Wir wollen euch gar nicht weiter aufhalten, bei dem, was ihr tut. Ne, alles gut. Ja, okay. Mal weiter, ne? Also ich wünsche euch was, sehr schönen Abend noch. Jo, danke. Ciao, ciao. So, tschüss. Also soll man sagen, dass wir nicht nett sind? Ich wollte sagen, ne, Jim, warte. Erst über das Auto meckern und dann merken, das ist gar nicht die Karre, was er da will. Hast gemerkt, ne? Was für ein Penetrator, Junge, was? Hört schon wie ein Dildo, Alter. Kennst du die Karre nicht? Penetrator, ne. Da gibt's eine Karre, die heißt Penetrator. Ich hab die aber auch gerade nicht gefunden, ich hab die gesucht. Und was kommt der denn für ein Bike an? Warum leuchtet der? Ach du Scheiße. Was hat der für eine Laterne? Was? Ja, aber im dunklen Alter? Ja. Ich hab die auch da, guck mal, wie da direkt alle hinlaufen, ne? Ja, ja. Ich glaube, ich hatte die auch gesehen. Ich meine, irgendwas mit einer Mille oder so kostet die. Okay. Eine Mille für ein Bike, wo du Knicklicht da dran machst, so ist schon krass. Ist der Dämmer jetzt abgezischt oder ist der neue? Der Dämmer ist, denke ich mal. Achso, die sind da hinten dann, ne? Ich glaube, Coop ist noch vorne, oder? JFK? Jo. Aber das Motorrad, da kostet irgendwas mit einer Mille oder so. Irgendwie warte mal.
Ach, lass mal auch rübergehen zu denen dann da hinten. Ja. Du willst mich ja. Nee, ich mach hier die. Was geht ab? Was geht ab? Also geht ab. Wieso hast du den Laden um eine Minute nach. Junge, was hast du für ein Kampf, Heli, Alter? Was ist das hier? Hallo? Hallo, Kuppe? Hallo? Ja! Achso. Tyrant oder so heißt er, glaube ich. Sieht voll bullig aus, oder? DJ gehört den. Aber wir könnten, also kein Problem, geht einer zu Fuß los. Halt voll der Panzer, Alter. Das ist kein Lieferservice, Amigos, da kann ich auch so dahin laufen. Ich hab doch gerade gesagt, schicken wir einen los, der 10 Stück holt oder so. Ich hab das gerade mit dieser Fahndung auf Pieper gesehen, Alter. Was ist das denn? Ja, komisch, ne? Und vor allen Dingen, wer geht denn für $5,000 los, Alter? Das ja, ich wollte gerade sagen, Alter. Der war losgezogen? Ja, der ist pennen gegangen. Guck mal, diese Yakuza-Gang, das ist der XA21, wurde mir erzählt vom Deutsch. Und diese Yui hat einfach nur den Schlüssel von dem und der ist nicht oft da. Und dann cruisen die da immer mit rum und machen eine dicke Hose. What the fuck? Das Ding sieht aus, Alter. Was für eine Karre? Weiß ich nicht, aber irgendwie hat die was. Boah, der Typ von United da, den ich damals meine Banshee verkauft habe, weißt du noch? Für 240.000? Ja. Der hat die heute verkauft, ne? Für 950.000, der Motherfucker, Alter. Dreckiger Pisse. Memo. Ja. Das Ding heißt doch. Wie heißt das Ding hier nochmal? Tyrant oder so? Ja. Ja, mein ich so. Gefällt er dir? Nee. Mir also geht. Ah, nee. Ich bin halt einmal mit. Sieht halt aus wie ein Kampfheli, ne? Ja, ja. Der hat halt wirklich einen Abzug wie so ein Chef da, Alter. Ja. Endspeed ist gut, aber der Abzug, buh, Abstand. Was ist denn eigentlich mit dem LG, diesem RAH8 oder wie der heißt? Wenn Sie wissen wollen, wo. Der Schrott? Das, nicht der, den Shorty hat, oder? Nee, nee, der andere. Ich glaub, der ist kacke. Achso. Ja, die Karre, was der Jeff hat, ist halt auch mega, ne, Alter? Halt, Klassiker ist geil. Ja. Damals hier DMX und so, der hatte das in seinem Video, so eine Karre. Ja, ja. Ist halt echt krank, das Auto. Genau in der Farbe auch und so, ja, richtig krass. Ja, ja. Das ist krass, ne? Seitdem ich mit der mit Rakim in der Bruce war, läuft jeder hier mit weißen Dreadlocks rum, Mann. So, wie, so viele gesehen, da hinten, der läuft ja auch schon wieder damit rum. Ja, ja. Gestern bei den Blauen war auch einer. Scheiße, was hier denn? Achso. Der mit ihm, Alter. Der Monster Truck. Ist das nicht vom Mediziner einer, Alter? Boah, ich hab den mal vor 3 Monaten oder ein paar Monaten gesehen, aber seitdem. Gute Nacht, Jeff. Gute Nacht, Sandra, jo. Ich glaube doch. Schlaf gut, Mann. Hast recht. Und danke für den Support und so, ne?
Winke, winke. Freue mich süß und so. Ich wünsche dir morgen einen ruhigen Tag, ja. Ey, diese, da sind jetzt so ein paar, haben so ein paar, wie sagt man, Praxen aufgemacht? So Privatmedics oder sowas? Dr. Busch und Rosewski sehe ich hier gerade auf Pieper. Ja, Dr. Busch ist doch direkt da bei euch, Smog on the Water, ne? Da unten. Mich würde mal interessieren, ob die auch Pillen und so ausstellen können, weißt du? Ja. Das mit den Schuhen sieht so komisch aus. Ja, hier von den Gelbfüßlern. Fehlt nur noch, dass die so Blinklicht in den Knieken haben. Die Jungs sowieso, Alter. Ich hab mir letztens neue Schuhe geholt, ne? Das waren also so Schuhe mit Leuchtdingern. Die kannte ich früher auch schon, die gab's so mit so gelbe Leuchtstrippen. Ja, ja. Und die gibt's jetzt halt auch so mit Limettengrün und so. Da hab ich mir die Limettengrün mal geholt. Geil. Oh Gott, zieh die bloß nicht an, Jeff. Du weißt, Craig ist damals immer schon mit dem Gelben rumgerannt, Alter. Wenn der jetzt weiß, dass es verschiedene Farben sind, dann siehst ach so, du. Achso, oh mein Gott, dann hat er jeden Tag andere, ne? Ja, Mann. Weil die gibt's echt so in 5-6 Farben, ne? Ach du Kacke. Ich weiß noch damals, den Spaß, die hast du immer erkannt, Alter, weil er diese gelben Leuchtschuhe anhatte, Mann. Ja. Nee, deswegen dachte ich mir auch direkt, also ich werde die auch nicht oft anziehen, weil man in der Nacht bist halt. Stell mal vor, versteckst dich im Busch, Alter, und dann sehen die deine Knicklichter da mit dem Schuh leuchten. Holy shit, der hat ja das Bike für 1,2 Milli gekauft. Ach du Scheiße, ich seh's gerade, Alter. Ja, ja. Fick Alter. Mein Leben. Tyrant. Wen gehört das denn? Erstmal abchecken. Ja. Okay, komm. Ja, sie wollten mal schauen, diesen Gabriel, ne, auf den linken Arm. Danke. Ja, bitte. Die geht nicht an. Prost. Hallo. Ist auch die Strangers, ne. Auch immer bestimmt den Motorradfahrer hier, ne? Ja. Das ist schon schick. Ah, oh, das erinnert mich an so einen Film. Ja, schon. Straight out of Star Trek. 2,55. Bitte, was? 2,55. Echt? Ja. Crazy. Klasse Scheiße, Alter. Also ohne sich reinzulehnen. Stift hat auch ganz normal im Sitzen. Mitgebracht? Zeig dir das lieber mal mit der scheiß Kurve, Alter. Das, Junge. Ach so, hallo, du kannst so bei 2,55 dich reinlegen und nach einer gewissen Zeit macht es zweimal klick klick und dann schaltet er irgendeine Automatik ein und du kannst auf eine 90 Grad Kurve ziehen mit Vollgas. Bitte oh. Was? Mhm. Was? Was? Ja, hört sich ein bisschen Mission Impossible an irgendwie. Ach, Scheiße. Ich denke, kannst du diese Leuchtdinger auch farblich anpassen? Ich denke mal ja, ne? Ja, du musst nur innen die LEDs anpassen, dass der Acryl ein bisschen gegenmalen. Ja, ja, krass. Stifter? Ist das deine? Ja. Wow. Darf ich das Ding mal Probe fahren? Ja, wenn du auf der Autobahn stehst und das Geld wow. Hast, bezahlst du das halt. Ich will mal gerne fahren, Mr. Stifter. Ich gebe Ihnen so lange den Schlüssel von meinem X21. Ich lasse niemanden Probe fahren, sorry. Ach du Scheiße. Mir ist sie ein bisschen zu lang gezogen, aber ansonsten ist sie geil. Also muss ich jetzt 1,2 Millionen zahlen, damit ich das Ding Probe fahren kann. Ich bin gleich wieder da. Warte, ich glaube, ich habe das noch in der Hosentasche. Warte mal. Ja, ja, alles klar. Kannst du mir das kurz vorstrecken? Ich habe keinen Bock zum Automaten zu gehen. Was will der dafür haben? Nee, 1,2 Millionen zum Probefahren. Am Arsch. Hab ich gar nicht gesagt. Wer hat sich das denn schon wieder ausgedacht? Na, das Ding kostet doch 1,2 Millionen, oder? 1,05. Ja, macht ja, ja keinen Unterschied. Sind nur 150 drauf. Stifter, Stifter, was hat der Monster Truck gekostet? Über eine halbe, knapp 550.
aufs Maul, ey. Du hast gerade überlegt, ob du dir einen holen sollst, oder? Nee. Ich glaube, ich muss wirklich Oberarzt werden oder sowas. Na, jetzt weißt du's. Düsenjet, Flugzeugträger, alles mit dabei. Ich glaube, das liegt nicht am Job. Ich glaube, das liegt an der Arbeitszeit, die ich schon habe. Ich wollte gerade sagen, ne? Als ob die Dinger nur an Ärzte verkaufen oder sowas. Muss ja schon was geleistet haben. Ja, coole Sache, Mann. Vor allem das mit der Kurvenlage da, ne? Ist ja krass. Das ist nicht normal. Ich war ein bisschen erschrocken, als es auf einmal zweimal gepiepst hat und ich auf einmal einen 90-Grad-Bogen hingelegt habe. Dass du dich da überhaupt drauf halten konntest, ne? Ich würde mich bei sowas halt direkt umbringen, ne? Keine Ahnung. Das ist halt, du klebst halt auf dem Ding so abartig. Du legst dich da drauf und du klebst auf dem Ding. Das hast du jetzt, Alter. Ich kenn mein Glück. Wenn ich da nachher drauf fahre und du so ein komisches Piepen zweimal hörst, ich flieg einfach direkt nach Tumbuktu, Alter. Ich bin weg. Einmal Superman über den Lenker drüber. Ich kenn mein Glück bei sowas. Danke. Ich fahr mich mit solchen Maschinen immer tot. Das schaff ich sogar mit dem BMX, Alter. Ich wollte gerade fragen, wie oft hast du dich schon tot gefahren? 4-mal. Ja, sinnbildlich, komm schon. Bei einmal war es wirklich klar. Hast du den gekauft oder? Den? Aber das ist der von der Ecke. Ja, Grillzange ist immer gut, ne? Hey. 555. Relativ günstig für einen Elite, ne? Wie lange ist denn das her? Er steht da mit seinem Bike, mit seinem Monster Truck und mit der Karre. Okay. Also auch vorletzter Monat. Was hat die Dingens dafür nochmal geboten? Steht da mit allen drei Karren, krass. Was hat die hier Dingens nochmal dafür geboten? Er ist echt lebensmüde. Den T20 und dann den Müll. Den T20 hat er jedem geboten. Ja, ja, also, klar, aber der Typ ist auch, ne, der bietet jedem alles an. So. Marco, ja, der wechselt auch alle zwei Wochen sein Auto. Ja, dann gibt er das Auto direkt weiter und schändet das direkt an den nächsten so. Das ist, wenn er eine Karre haben will, dann. Obwohl der Tyrant hier oder Tyrant oder wie auch immer der heißt. Also du musst selber mal vor Augen führen, wie lächerlich das ist, dass du ein Auto vor Monaten für 56.000 kaufst und dann bietet dir Monate später einer eine Mille dafür. Für ein scheiß Auto. Du trackst da? Ah, das ist die Drag, ne? Ich glaub ja. Jo, ne? Hi, Abend. Was geht? Ja. Ah, cool, cooles Vinyl drauf, ne? Auf jeden Fall sieht nicht schlecht aus, Mann. Er passt auf jeden Fall zu United. Ja. Er sieht fresh aus, auf jeden Fall. Ne? Sieht geil aus. Schnell ist die wie Sau. Ja. Das ist Motorrad, oder? Ja. Das ist die Drag, ja. Das sieht so aus, als wäre er mit dem Hinterrad irgendwo hängen geblieben, aber trotzdem weitergefahren. Ah, yo. Ja, so. Ich feiere das Bike. Das ist so abnormal schnell. Kennt ihr das, wenn die Kaugummi so lang zieht? Ja. So sieht das aus. Die eine Hälfte im Mund und die andere zieht man so raus. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass man damit halt mega fahren kann, dadurch, dass das so lang gezogen ist, ne? 250 kommen da locker drauf. Ja, ist halt krass, Mann. Und du hast halt so gut wie null Bremsweg. Ja, wenn man die kauft, ja. Bekommt man da noch ein gratis Grabsteine schon dazu oder so? War bei mir zumindest noch nicht so. Aber wäre, glaube ich, angebracht. Glaube ich auch. Aber ich bin wirklich noch nicht in die Situation da gekommen, dass es wirklich irgendwie gefährlich war oder ich Angst hatte. Also die fährt sich wirklich angenehm. Ja. Ne, so finde ich auch, so sieht die auch aus, dass man da nicht so. Keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass man mal in der kürzeren Hakuchi schneller fliegen kann als, also in der Kurve als hier mit drin. Ja, bei der normalen Hakuchi ist es halt so, dass die wirklich einen extrem langen Bremsweg hat. Ja. Was bei der halt, obwohl die halt auf 250 kommt, überhaupt nicht der Fall ist. Wie schnell du hast halt nicht wirklich gefühlt einen 2 Meter Bremsweg. Kannst du mal vormachen? Was hast du bis jetzt Spitze mit der drauf? Bis jetzt Spitze in der Stadt 274. Oh ja. Da bringt man sich aber echt schnell mit um. Aber wenn man nicht fahren kann, schon. Also ist das Ding für Carlos schon mal nichts, Leute. Aber braucht man auf jeden Fall eine hohe Reaktionszeit, würde ich mal sagen.
Als ich mit Davis seiner gefahren bin, hatte ich halt an jeder Kreuzung einfach Angst. Mit 2,50, wenn da ein Auto lang fährt, einfach mal random, Alter. Dann machst du den Ja, Blut. Gut, das stimmt schon. Ja, das ist vorbei. Zack, aus. Feierabend. Finito. Also sieht echt gut aus mit dem Vinyl, ey. Gefällt mir. Schick. Was kostet das Ding? 2,75. Boah! Das ist halt ein echt stolzer Preis. Boah. Für ein Zweirad. Ja, das schon, aber die hat halt kaum einer, deswegen dachte ich, komm, kann man mal machen. Wieso ist der Medic so ein Pisser? Ich will jetzt Motorrad da hinten fahren. Heißt das Ding? Shitaru oder so. Da hat jemand eine Shitaru? Ja, da steht ein. Jo, gib mal Ausrufezeichen 719 ein. Was soll das bunte, hässliche Ding da? Ja, das weiße Teil da. Kostet das nicht irgendwie eine Million oder so? Nee, 1,05. Wer macht sich sowas freiwillig? Ja, läuft. Ja, da ist ja. Da sind ja die 2,75 von meinen ja nix dagegen. Das ist doch peinlich. Das Ding fährt ganz locker flockig ohne Ding, hat er gemeint 2,55. Was? Wow. Und hat irgendwie so ein Ding, damit du da 90 Grad Kurve mitfahren kannst. Jo, irgendwann macht das irgendwie Klick und dann ist halt in so einem Kurvenmodus und du kannst dann halt mit Vollgas in die Kurve rein, ne? Ja, gut. Das will ich sehen. Ja, aber der will eigentlich fahren lassen. Warum nicht? Sag mal. Weil das Ding 1 Million kostet. Ist so. Penner! Ich dachte halt so, okay, irgendeiner von United hat sich das Ding gegönnt und dann steht da so ein Mediziner, Alter. Der Stifter. Aber den gehört auch der Monster Truck, oder? Ja, auch der Energy, glaube ich, oder? Was? Ja, ein Bruder. Was? Er war doch da auch gerade dran, ne? Wo der da am Erklären war. Zwei Milli halt, die er dafür okay, erstmal Stifter hat viel Minimum. Geld. Wo wohnt der? Lässt sich rausfinden, ne? Mit Sicherheit. Guck mal, den brauchen wir noch für den Laden. Man sollte nie vor irgendwelchen Gangs damit rumprotzen, wie viel Geld man hat. Mr. Stifter. Heftig. Also so ein Monster Truck? Okay, wenn er lange Online-Zeiten hat, ne? Guck mal, wie lange es schon gibt. Ja, ich glaube 550.000. Das ist doch verrückt. Den würde ich auch von dem Monster Truck. Glaub nicht. Dann sind die doch noch teurer. Oh, gönnt euch die Steams, jo. Dann verdoppelt sich der Preis automatisch, oder nicht? Was, bei den Allergies? Nee, bei den Monster Truck. Ach so. Werden die gar nicht mehr verkauft? Glaub nicht. Ich glaub, einer oder ein einziger wurde verkauft, glaube ich sogar. Wieso wird denn nur einer verkauft? Was ist das denn für ein Blödsinn? Musste mit dem Recklingstein quatschen. Oh Gott. Aber war vor Monaten bei dem Slam Van ja auch so. Da wurde nur einer verkauft, und zwar an den Besitzer von den von Larrys damals. Ist so, und dann kommt Curtis da mit dem Set Dorne, Digga. Was ist das denn für ein Bullshit, Alter? So, ich geh mal zu den anderen, ne? Jo. Okay. Endlich können wir gegen die Maschine pissen. Aber das Vinyl sieht echt nicht schlecht aus. Der hat ein bisschen was von der Kuh. Ja. Wo ist denn der Mini jetzt hin, verdammt? Aber was Schönes, Grünes kannst du damit machen mit dem Vinyl. Geht schon. Ja, passend zu Charlie's. Allein schon der Reaper ist teurer. Sowas, ja. Aber gibt einige, die teurer sind. Ha, oh. Was oh. Bin ich blaulich gehört? Oder hab nur ich das gehört? Also Licht. Ich war gerade auch der Meinung, das gehört zu haben, aber keine Ahnung. Okay, danke. Ich hab nicht aufgepasst. Ich auch nicht. Hab's halt nur kurz gehört. Ja, ich auch. Der Hermes fehlt hier jetzt, ganz ehrlich. Den würde ich gerne mal auf so einem Treffen sehen. Wie verdienst? Den Hermes, ich wollte auch gerade sagen.
auf der Exot verkauft wurde. Ja, einmal haben wir so einen schon gesehen. Mhm. Da hätte ich mal gern gesehen, was man aus der Karre so alles machen kann. Der Dustin muss auch was richtig Tolles kaufen. Hey, Kameramann! Herr Stifter, Sie haben ja sogar passende Schuhe zu Ihrem Motorrad an. Das ist richtig. Was ist scheiße? Na, dir gehört die Shotaro, oder? Ja, die Shotaro. Okay. Es hat jetzt gerade der Motor nicht an, deswegen leuchtet sie nicht. Ja, man leistet sich ja sonst nichts. Gut, als Medic. Das war's gut gesagt. Wie schnell fährt die? 250 normal und je nach Straßenlage auch mehr. Was geht ab, Mann? Okay. Hi. Also eh so ziemlich. Hi, was geht ab, Shorty? Also soweit ich weiß, gibt es sonst keinen Centauro. Aber deutlich günstiger. Deutlich günstiger, das ist richtig. Ja, gönn die YG. Was ist Jifke? Shorty! Aber irgendwie fehlt ja was, abgesehen von der Shotaro, was mich so richtig flasht. Ja, irgendwie siehst du halt nur Fahrzeuge, die du schon kennst, ne? Ja. Ich stell dir mal vor, die ganzen Autos stehen hier und so zwischendrin steht eins mit Unterbodenbeleuchtung. Oh. Ach. Boah, jetzt stell dir den Dominator GTX da vorne vor, der weiße. Ja. Der zum Beispiel. So, gefühlt jedes Auto hier. So ein Energy wäre auch ziemlich cool. Hier, da vorne, hier, das da. Der Pfälzer mit Unterbodenbeleuchtung. Wäre halt auch echt nice. Ja. Wo hätte was? Hallo? Yo, Tyrese, was geht? Oh, Therese? Der soll seinen Moonbeam einpacken. Wir sind hier oben beim Tuning-Treffen. Weißt du, wo Palito Bay, der Ölhändler, ist? Da auf dem Parkplatz links. Komm mit deinem Moonbeam. Alles klar. Pace. Was ich eben... Ist bei diesen United-Bande auch dieser Aiden drin? Jo. Ach du Scheiße. Schon immer? Habe ich das nie mitbekommen oder was ist da passiert? Keine Ahnung. Wir waren halt eine Weile nicht da, ne? Keine Ahnung, was in der Zeit da abgelaufen ist. Das ist ja ekelig. Bisschen. Aber ich würde mal jetzt... Gaucho, der gerade hier war, würde ich jetzt auch mal sagen, nach der Motorradfarbe und dem, was der anhatte. Nach der Argumentation, das dass es zu United passt. Ja. Der Gaucho? Sollte der gewesen sein, ne? Ist das der Gaucho, den wir mal vor gefühlt 2 Jahren am Leuchtturm mit einem Baseballschläger zusammengeschlagen haben? Der Gaucho? War das nicht der Gaucho? Also der hatte zu mir mal gemeint, dass er... Hört ihr mal auf, den Namen Gaucho zu nennen, Alter. Entschuldigung. Wir haben es verstanden, um wen es geht. Irgendwie. Alles klar, Mann. Intro. Oh, dude.
Sag ich, sag, hört auf, den Namen Gaucho zu sagen, auf einmal redet keiner mehr. Ganzen Satzbau demoliert. Jo. Der Lost sucht Mechanica. Okay, ich noch. Der Lost. Mhm. Und Therese jetzt hoch, oder was? Jo, Therese kommt hier hoch. Carlito? Hola, Senor? Was ist los? Wo bist du? Wir sind in Palito oben. Ja, so ein kleines Tuning-Treffen beim Ölhändler da auf dem Parkplatz. Ja, ist ja voll die Tuning-Karre, ne? Ja, aber komm hoch. Ich weiß nicht, die hatten offen. Jetzt komm erstmal hier hoch. Gut. Gleich. Wo ist Craig eigentlich? Gute Frage, ey. Lebt er noch? Hab einen Sommerschuss verkauft. Socken in Überfluss? Hey, du, hey, ich dachte, ich komme jetzt mit was, also, ne, aber... Okay. Alles gut. Die Pointe. Und so. Ja. Oh. Hast jetzt dein Haus, ne, Memo? Ja, ja. Hat geklappt? Yes, der hat mich vorhin angerufen. Nice. Ich glaube, da ist Therese. Ah, nee, hab ich nicht.
Das, was Massiv in letzter Zeit auch rausgebracht hat, war auch ziemlich Abturn. Braucht man darüber, Leute? Ja, auf geht's. Ja, Falk. Ach, Leute. Na, ja, willkommen. Hoi. Ey, Memo, hast du noch einen Platz in der Garage frei? Wir haben Folgendes gewonnen für den Auftritt. Echt nicht? Als folgenden Preis haben sie einmal das gewonnen. Was hast du alles für Autos? Und der zweite Preis, weil sie den Auftritt hingelegt haben, ist... Ja, halten Sie sich fest. Ach stimmt, du hast ja die eine Bude wieder verkauft. Genau. Scheiße. Tada! Ja, ich will mir den Ding holen. Von JFK. Okay. Aber ich habe halt drei Karren schon rumstehen und müsste da jetzt erstmal zwei Garagen, also eine von den zwei Garagen hinten leer räumen. Das ist scheiße. Ausbauen kostet, glaube ich, Geld, ne? Alter. Die Firma halt engagieren, die das Ding mir ausräumt und das vielleicht noch repariert. Wird halt ein bisschen nicht ganz so günstig, aber. Kostet ganz teuer. Ich gehe mal aufs Konto gucken. Bin gleich wieder da. Okay. Ja. Hallo. Hey, Shorty. Mach mal, Jeff. Ja. Wie sieht's aus mit ein bisschen Scheiße bauen, um in den Knast zu gehen? Ich hab Bock, da drin rumzulaufen aktuell. Ich auch nicht. Was geht ab, Tyrese? Ja, nix, Entschuldigung, bei dir? Auch nicht viel, Mann. Mit Jufke. Hallo. Ja, Wussi, wie geht's dir? Rauch dir erstmal ein. Frag gleich nochmal. Das ist genial, wie JFK das macht, ja? Was habt ihr so getrieben? Der jetzt heute wurde bestimmt so 3-4 Mal gefragt, wie es ihm geht, und er hat immer oder ja oder so. Bisschen gechillt, Döner verkauft. Der ist ausgewichen der Frage wegen Salty, ja. Hast du mir einen eingepackt? Weil das den Jungs noch nicht gesagt hat, sondern mir. Oh, ja. Stinkt nach Schweiß auf einmal hier. Was bist du für ein Freund? Warum hast du keinen eingepackt? Ah, Kalito. Genau. Hi, was stinkt voll nach Nachos, ja. Haut rein, Familie. Ich war nach Nacho, Kalito. Ist so, ne? Jeder fragt ihn auch, wie es ihm geht, so. What the fuck? Ich bin hier Klamottenladen. Hast du was Schickes mit? Ich hab letztens schon für dich einkaufen müssen. Ich weiß doch. Da hat Charlie mich mitgenommen und meinte, ich soll die Sachen kaufen oder so, weil wir angeblich selbe Größe haben oder so. Weil ich gar nicht nachvollziehen kann, weil guck mal deine Wampe an. Alter.
Was ist hier denn für eine Mucke, Alter? Keine Ahnung, ich mag das, ne? Weil im echten Leben bist du auch nicht immer, also überall, also du hast nicht überall immer geile Mucke am Laufen, ne? Und halt manchmal so Gurkenmucke bei so. Ja. Keine Ahnung. Was ist das dann, Alter? Oh, den nehmen wir mit. Was geht's über? Keine Ahnung, was es geht, aber ihr macht das schon. Ach krass. Sehe ich jetzt erst. Geld hat perfekt gereicht. Ah, wunderbar, Jocko. King hätte wieder nur gefragt, ob hier auch mal Content kommt. Mach's gut, Panzerklacker. So, ich schaue jetzt aber rechts rein, ne? Ich bin Mode. Okay. Okay. Ich wollte nur noch Tschüss sagen, ich war kurz Klamotten in den Laden. Ich war jetzt runter. Pass auf euch auf, ne? Ich auch. Oh, fuck. Sag den anderen auch Tschüss von mir dann. Ja. Du, peace. Cooper ist ja noch da, ne? Können wir gleich hosten. Ich bin voll trocken, Alter. Ich bin voll müde. Ihr seht ja, wie schleppend das ist, ja.
Also nächsten Montag dann dementsprechend. Man sieht ja, montags ist echt nichts los. Ist halt auch der erste Tag in der Woche, da sind die Leute müde und so. Alex, hau rein. Da werden wir nächsten Montag 18 Uhr dann dieses einfach ein Lab-Stream machen, wo wir uns ausgiebig darüber unterhalten, wo ich euch auch ein bisschen näher bringe. Ungeschriebene Gesetze und den ganzen Stuff. Und dann, was es da alles so gibt, weil es gibt sehr viele Untersparten und so. Bestimmt ganz interessant dann. Machen wir dann am Montag, ne? Weil. Alter, ist ja voll tot, Mann. Wenn gar nichts geht. Aber ich bin auch zu müde gerade, um mir da RP aus dem Arsch zu ziehen. Ja, ich bin auch, Alter, ohne Witz. Meine Augen sind schon so langsam. Soll ich hier ran an Eisen, ey? Was sollen die Jungs machen, ne? Mit dem Infernus da jetzt ranfahren, ist jetzt nicht so die beste Idee. Jo, tschüss an alle, die schon mal gehen. Den Rest hoste ich gleich weiter. Danke, by the way, gestern für den Raid, ne, bei Gamer King, Mann. Ihr habt den echt kaputt gemacht, Alter. Bin stolz auf euch. Ja, Mann. Bam Madin. Das ist halt auch einer, der ist dann noch voll geflasht, hat man ja gesehen, Junge. Der war halbe Stunde out of order, Alter. Epico ist auch rein. So, was kann man noch so sagen? Danke, ne, für den ganzen Support mal wieder. Für die Donos, Subs, Bits, Follows, den Zuschauern. Hoop, Memo und Bomber. Wo wollt ihr hin? Oder wo soll ich hinhosten? Akuba hatte ich öfters in letzter Zeit, ja? Muss auch mal wieder ein bisschen um Family kümmern. Ne, ich host euch zu Memo. Ich host euch zu Memo. Ihr findet den Weg selber zu Coop. Weil Memo wartet noch auf seine Full-Partnerschaft, ja? Kann ja nicht schaden. Und danach kümmern wir uns um Bomber. Kennt ihr, ne? Immer schön pushen gegenseitig alle. Ne, ich hab mich schon entschieden. Weil Memo, der wartet aktuell gerade auf die Partnerschaft. Das ist der Antrag ist ja raus. Und danach kümmern wir uns um. Also der nächste Host geht dann am Bombenverwenden. Ja, mal ein bisschen Hype und Herzeneis und so, ne? Aber ansonsten Bomber und Cooper auch da. Dies und das. Warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken hier. Der Aserbaidschaner eigentlich scheiß auf Twitch, Alter. Ansonsten, ne, ey, coole Sache, dass man mit euch schon mal ein bisschen auch Real Talk reden kann, ja. Echt Knorke, Mann. Ich mag das nämlich, so Storytelling. Greifen und Definition. Ja, wie heißt der nochmal, Alter? Mehmet Abi? Ja, Mehmet Abi. So, ich mache wieder die Raid-Version, ne? Dies, das, Ananas. Wie gesagt, danke für den ganzen Support, für die Liebe. Ihr wisst was. Morgen ist Kurtis wieder am Start. Ansonsten, morgen ist Montag, bin ich zu Hause. Wenn er nicht da ist, mache ich Auswechselspieler.
Aber ich bin, denke ich mal, auch morgen kurz am Start, am Stream. Mittwoch halt wieder nicht. Also da wird's kritischer. Ne? Ihr wisst Bescheid, habt euch lieb, hatte Tschüss. Macht Welle.